Ja, ich freue mich über die Gäste auf dem Podium. Frau Bangert, die Kultur- und Arbeitsmarktpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Grünen. Sie sind seit dieser Legislaturperiode im Abgeordnetenhaus. Ist, stand auf Ihrer Homepage, ausgebildete Tischlerin und Journalistin. Dann wird es stimmen. Dann wird es wohl sein. Internet lügt nicht, oder? Nein, meine Homepage schon gar nicht. Jochen Sandig, den ich, glaube ich, den wenigsten hier vorstellen muss, Mitbegründer vom Tacheles, Mitbegründer von den Sophienseelen, Mitbegründer von Sascha Weitz und Company, Mitbegründer von Radial, Sascha Weitz und Gästen, Entschuldigung, Mitbegründer oder ja, dann schon eher Hauptgründer des Radialsystems, auch Mitglied der IHK und Vertreter der Koalition für die freie Szene. Neben ihm Frederik Verreiken, er ist Sprecher des Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus für die... Vorsitzender. Genau. Sprecher, Vorsitzender, stimmt. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied. Er hat noch mehr zu sagen. Ja, ja, wichtiger Punkt. Ja, aber ich spreche viel, das stimmt. Insofern. Aber er ist in der Funktion dann auch eher wieder unparteiisch als Vorsitzender. Das stimmt. Unparteiisch. Ja, ja. Politologe, hat früher auch als Journalist gearbeitet und auch neu im Abgeordnetenhaus. Christina Aue ist Chefin, man kann es salopp sagen, Chefin des Berliner Fernsehturms, offiziell Geschäftsführerin der TV-Turm Alexanderplatz Gastronomiegesellschaft MbH. Außerdem im Vorstand der DEHOGA, wobei sie schon gesagt hat, dass sie für die Position der DEHOGA hier nicht sprechen wird. Aber sie ist frisch gewählt ins Präsidium der IHK. Genau. Und in meiner Funktion hier für die IHK spreche ich auch als stellvertretende Tourismusvorsitzende der IHK. Das ist das, wozu ich Position beziehe und als Unternehmerin in Berlin. Gut. Und ja, ist seit, wie ich von ihr erfahren habe, seit 88 in der Gastronomiebranche in Berlin tätig. Also eigentlich seit 88 in der Hotellerie und seit 2007 dann jetzt mit dem Berliner Fernsehturm maßgeblich in der Gastronomie. Gut, haben wir die Details auch geklärt. Und an Ihrer Seite Christian Goyni, er ist der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus und Mitglied auch im Hauptausschuss. Genau. Ja, ich stelle kurz, mein Name ist Tom Mostroff, ich bin freier Journalist. Und Beiratsmitglied? Ja, Beiratsmitglied in der Jury für freie Gruppen im Berliner Senat, wobei das spielt jetzt hier nicht so die Rolle, glaube ich. Indirekt schon. Nein. Ich stelle kurz das Programm vor. Also ich habe vor, drei Runden zu machen. Bei einer geht es um die Bestimmung der jeweiligen Position. In der zweiten Runde geht es darum, was man, wie so eine City-Tax, wenn sie denn kommen soll, ausgestaltet sein könnte und was man von ihr erwarten könnte. Und in der dritten Runde geht es dann zur Frage der Verteilung, zu welchen Teilen an wen. Danach würde ich öffnen fürs Publikum und dann nochmal zu Schlussstatements hochholen. Ja, fangen wir mit Jochen Sandig an. Warum sollte Berlin eine City Tax einführen? Welche Effekte kann man damit erzielen? Jetzt hast du die Spannung rausgenommen. Jetzt wissen alle, dass ich für die City-Tax bin. Welche Überraschung. Also ich bin ein großer Freund von Ökosystemen und damit meine ich ökonomische Systeme, die sozusagen erfolgreich sich selbst generieren und organisch wachsen. Und was ich unheimlich aufregend finde an der Idee einer City Tax ist, dass an der Stelle, wo sozusagen die Gründe liegen, warum immer mehr Menschen nach Berlin kommen, auch reinvestiert wird, damit es noch mehr Menschen gibt, die Berlin attraktiv finden. Und das ist ein Ökosystem. Ein Ökosystem baut sich auf und schafft Dinge in Balance und verhindert, dass die Gründe, die von immerhin sieben Gründen, fünf Gründe sind Kulturgründe, das gibt jetzt Gott sei Dank statistische Erhebungen, die beweisen, dass der Grund einer Berlin-Reise, eines Berlin-Besuchs von sieben Gründen mit
5 Kulturgründen zu tun hat. Der Kulturbegriff ist sehr groß zu fassen an der Stelle. Der geht natürlich über die Museen, über die Opern, freie Strukturen, freie Szene, bis zu den Clubs. Eindeutig, es geht hier nicht nur um Hochkultur, es geht um Subkultur, es geht um die gesamte Bandbreite der kreativen Vielfalt, die diese Stadt ausmacht. Und wie du richtig gesagt hast, bin ich Mitbegründer immerhin 3 wichtiger Kulturinstitutionen. Eine davon wurde gerade letzte Woche vom Netz genommen. Eine ziemlich tragische Situation finde ich nach wie vor. CO Berlin hat keinen neuen Standort, hat auch ein Problem. Die Mitte, wir jetzt nicht sagen verlottet und verwahrlost kulturell, aber hier ist gegenzusteuern. Da wir heute nicht über Liegenschaftspolitik reden, sondern über die City Tax, und mir gefällt der Begriff City Tax for the Arts sehr gut, also dass man im Grunde schon von vornherein implementiert, für was das ausgegeben werden sollte. Ich komme zurück zum Ökosystem. Ich glaube wirklich, habe meine Meinung ein bisschen verändert da mittlerweile. Ich habe immer gesagt, es muss nur in die freie Szene gehen. Wir können gerne heute auch darüber diskutieren, später in der nächsten Runde, wie man es vielleicht sinnvoll verteilt. Man muss es nur gut begründen. Das ist sehr wichtig, dass diejenigen, die Geld geben, es nicht nur zwanghaft geben, sondern sogar, und da fand ich Herrn Fröhlich sehr erfrischend vorhin, zu sagen, warum soll es für diejenigen, die zwar gesetzlich nicht verpflichtet sind, aber vielleicht kann man die so weit bringen, dass sie sagen, voller Leidenschaft, ich gebe gerne, weil ich damit etwas erhalte oder sogar fördere, was für diese Stadt so eminent wichtig ist. Es ist das vielleicht wichtigste Alleinstellungsmerkmal Berlins im Verhältnis zu vielen anderen Städten in Deutschland und auch in Europa, diese aufregende Stadt, diese Metropole der Kreativität und Vielfalt zu erhalten. Deswegen eindeutig pro City Tax, weil sie frisches Geld in nicht leere Kassen, aber in maue Kassen führt. Und deswegen halte ich es für wichtig, ich glaube auch, dass die Berlin-Reisen dann nicht zurückgehen werden, dass es nicht abschreckend ist, sondern eher ermunternd. Und wenn man es leidenschaftlich argumentiert und auch transparent macht, wo das Geld hinfließen soll, dann ist es etwas sehr Positives für Berlin. Ich habe zu Ulrich Nussbaum schon vor 2 Jahren gesagt, dass er eine Gelddruckmaschine im Keller hat. Er hat es dann ein bisschen abgewiegelt und hat gesagt, ja, er weiß nicht so recht, ob es eine gute Idee ist. Mittlerweile vertritt er das auch. Ich vermute aus etwas anderen Gründen als die meisten hier im Raum. Und deswegen lohnt es sich dafür zu kämpfen, dass wenn sie eingeführt wird, auch wirklich eine City Tax for the Arts daraus wird. Danke. Kein Applaus, bitte, weiter. Frau, nach diesem Plädoyer können Sie überhaupt noch gegen eine City Tax for the Arts argumentieren? Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Gegengründe gibt es immer, ne? Ja, wir sind ja hier, um Argumente auszutauschen. Und ich meine, wir reden ja. So habe ich es zumindest verstanden, vielleicht unterliege ich da im Irrtum, grundsätzlich erstmal der Argumentation über die City Tax. Und da liegt für mich der Hase im Pfeffer, dass wir eben da noch nicht wissen, wie sie verwendet werden, die Gelder. Also ich kann immer zustimmen, dass freiwillige Zahlungen super laufen. Das beste Beispiel dafür haben wir mit einem Public-Private Partnership, nämlich der Hotellerie, dem Hotel e.V., dem Berliner Hotel e.V. und dem jetzigen Visit Berlin, ehemaligen BTM. Wo der Förderverein freiwillig, auf freiwilliger Basis Gelder generiert, und zwar in nicht unerheblicher Höhe, nämlich in Millionenhöhe, um das Stadtmarketing, das touristische Stadtmarketing zu finanzieren. Das auch, weil mal eine Zwangsabgabenregelung dazu gescheitert ist. Also das korrespondiert komplett dazu, dass freiwillige Initiativen super gut funktionieren können. Ja, keine Frage. Inwieweit man das jetzt alles in Einklang bringen kann mit einer City Tax, das weiß ich jetzt nicht so, weil wenn eben schon private Zahlungen erfolgen, zu einem zweckgebundenen Zweck allerdings, nämlich touristisches Stadtmarketing, wo man dann auch gerne Geld reingibt, und da engagiert sich ja der e.V. wahnsinnig, und da passiert ja auch wirklich was, dann muss man eben schauen, dann muss es, glaube ich, hier auch in diese Richtung gehen, dass irgendwas Zweckgebundenes vielleicht passiert, weiß ich nicht. Ich habe jetzt da keine Ahnung zu, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn wir eine City Tax haben, die jetzt ungebunden erhoben wird und die ja auch von der Hotellerie bezahlt werden soll, dass wir damit dieses PPP-Projekt, was super erfolgreich läuft, gefährden. Das ist einfach jetzt nur meine persönliche Meinung dazu, und da habe ich ein bisschen Angst. Deswegen sage ich, wir reden im Moment über die City Tax, so wie ich sie verstehe, im Koalitionsvertrag, und da ist sie offen definiert, da gibt es keine Zweckbindung. Und wir haben ja auch mehrfach jetzt gehört, dass eine Zweckbindung, wenn überhaupt, dann in der Form, wie es jetzt angedacht ist, nur politischer Natur erfolgen kann, also auch einer
einer Änderung eventuell unterliegt. Das heißt, selbst wenn man jetzt Leute motivieren würde, freiwillig zu zahlen, wie gesagt, es gibt ja positive Beispiele, und dann gibt es eine politische Änderung, was macht man denn dann? Also mein Problem bei dieser Diskussion heute ist, ich will es auch gar nicht zu ausschweifen machen, wir reden natürlich ganz viel über Dinge, die noch absolut in der Schwebe sind, die noch gar nicht definiert sind, die ganz viel Spielraum lassen für Diskussionen, für Argumente, dafür sitzen wir ja heute auch hier. Aber ein maßgebliches, eines meiner maßgeblichen Argumente habe ich schon mal mit ins Feld geführt. Also das drängt mich jetzt, es verführt mich geradezu zu einer Abkürzung. Wir sparen uns die anderen beiden Runden und Sie überlegen, auf welche Art und Weise mit freiwilligen Zahlungen die freie Szene unterstützt werden kann. Wollen wir es so machen? Ich weiß gar nicht, dass mein Beitrag da so positiv gewertet wird. Also ich habe grundsätzlich keine Probleme, überhaupt kein Problem damit, Dinge oder Modelle mitzuentwickeln, die auf freiwilliger Basis funktionieren. Ich habe immer ein Problem damit, wenn Reglementierungen stattfinden, die nicht klar sind. Und weil das, finde ich, immer ist sehr aufwendig und das sehen wir ja hier auch. Es gibt Klagen, man beschäftigt sich, es ist eine Zeitverzögerung in der Umsetzung. Wir haben jetzt auch bei Köln gelernt, ich hatte erst vermutet, das ist eingenommen, es ist ja noch nicht eingenommen, es ist ja erstmal vorab ausgegeben aus einem Etat, der ja dann doch vielleicht da war oder was, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist es ja so, dass es eine Verzögerung in der Umsetzung gibt. Es gibt also definitiv, beschäftigen sich momentan ganz viele Gremien, Gerichte und. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das alles? Was kommt am Ende dabei raus? Und vielleicht ist wirklich der Ansatz, und an dem Ansatz waren wir schon mal, ich glaube, es war 94 mit der Tourismusabgabe, wo alle gesagt haben, hört auf, jetzt hier noch weiter Gerichte zu beschäftigen, es muss eine Lösung her und die muss funktionieren. Und die funktioniert auf der Basis mit einem PPP-Projekt, was super läuft und was, glaube ich, meines Wissens für Deutschland einzigartig ist. Also vielleicht kann man was anderes einzigartiges, also, Neues sprich, einzigartiges finden. Wir können dann einen Termin machen. Also der Sprecher der Koalition der Freien Szene ist hier. Ich habe nur eine Nachfrage. Ich wollte nur gerne wissen, weil Frau Aus, Sie sagten gerade, eine Abgabe der Hotellerie, also sehen Sie das so, wenn es eine Citytax gäbe, landet das Geld in den Kassen der Hotellerie und sie gibt dann etwas ab, das habe ich falsch verstanden, weil eigentlich ist es doch so gedacht, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass die Zimmerpreise sich erstmal nicht verändern und es wird dann, so geht es mir, wenn ich in New York einchecke, dann wird es einfach prozentual draufgerechnet, das heißt, es ist im Grunde, das Brutto ändert sich nicht fürs Hotel, es kommt einfach etwas dazu, wo ganz klar ausgewiesen ist, der Gast finanziert damit etwas Sinnvolles, also muss man dann auch transparent darstellen. Also die Hotellerie gibt nicht zwanghaft etwas rein, sondern das ist ein zusätzliches, was dann so zu einem sinnvollen Zweck zugeführt wird. Vollkommen richtig. Die Hotellerie hat den Mehraufwand damit, weil sie das letztendlich managen muss. Organisatorisch. Organisatorisch, ja. Administrativ, um es mal richtig zu sagen. Organisatorisch, administrativ. Der Mehraufwand ist durchaus da. Gerade wenn man eben unterscheiden muss, geschäftlich, privat, wir wissen ja noch gar nicht, wie es jetzt letztendlich aussieht. Deswegen sage ich, wir reden ja alle ein bisschen über ungelegte Eier. Aber so wie es im Moment ist, gehen wir jetzt mal vom Status quo aus und von den Diskussionsrunden, die wir hatten, hat nun mal die Hotellerie zumindest den finanziellen Beitrag des administrativen, organisatorischen Aufwands, der in irgendeiner Form immer irgendwo kalkuliert werden muss. Und die Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, ist, kann es jeder obendrauf schlagen? Oder gibt es welche, die sagen, wir haben einfach einen Kampfdruck, einen Kostendruck. Der Kostendruck ist in Berlin in der Hotellerie, das wissen wir alle, aufgrund der Vielzahl der Hotels sehr, sehr hoch. Wenn wir dann noch die Tatsache dazu fügen, dass es eine Unterscheidung geben sollte, ich setze es jetzt einfach mal voraus für die Diskussion oder für meine Antwort, dass unterschieden werden muss zwischen Privat- und Geschäftsreisen, gibt es auch einen Wettbewerbsvorteil dem einen und dem anderen, nämlich der mehr Geschäftsreisende hat oder überwiegend Geschäftsreisende hat, hätte einen Vorteil. Falls Jugendliche auch nicht darunter fallen, hätten auch die Hotels oder Hostels, die überwiegend Jugendliche haben, einen Wettbewerbsvorteil. Ich sage es jetzt mal alles falls. Insofern, so Details, ich will nur mal sagen, das beantwortet ja seine Frage. Dann wäre es unter Umständen an einem Punkt, wo ein Hotel sich entscheidet zu sagen, wir preisen das ein und geben es ab. Ja, wir reden alles über ungelegte Eier, aber das wäre eine Möglichkeit. Ich wollte einfach nur Stellung nehmen zu Ihrer Frage. Ich wollte noch mal kurz zu den großen Dimensionen zurück. Aber hier sind noch mehr. Ja.
Kommt gleich. Ist, zu den 10 Milliarden Umsatz, die Herr Fröhlich in der vorherigen Runde sagte, kann sich Berlins Hotellerie, Berlins Gastronomie, Berlins Tourismusbranche die City Tax leisten oder von 20 Millionen, da kann sie sich nicht leisten. Was meinen Sie mit leisten? Also diese Abgabe geben. Oder bedroht es den wirtschaftlichen Bestand? Jetzt aus dem eigenen Bestand geben, also von sich aus bezahlen, das halte ich für nicht möglich. Definitiv nicht. Eine Umsatzverdopplung? Von 5,8 Milliarden? Ich habe verstanden, die Abgabe, dass die Abgabe gezahlt werden soll. Jetzt, dann stellen Sie bitte Ihre Frage nochmal klar. Ja, nee, das die Frage ist, glaube ich, richtig angekommen. Also es ging einfach darum, also ja, meine Frage zielt danach, inwiefern die City Tax die Berliner Hotellerie bedroht oder inwiefern es eine möglicherweise lästige Abgabe ist, aber eine, die jetzt im Gesamtkontext der Stadt gesehen, also in diesem Ökosystem, was Jochen Sandig auch genannt hat, durchaus eine sinnvolle wäre, auf die man sich einigen könnte. Das ist ein bisschen anders gestellt. Fakt ist, wir haben im Moment, leistet die Berliner Hotellerie einen immensen Beitrag zu einem touristischen Stadtmarketing. Touristisches Stadtmarketing kommt nicht nur der Hotellerie zugute, sondern kommt allen zugute, touristischen Attraktionen, der Kultur, allen. Ich meine, da wird alles beworben, was in irgendeiner Form den Touristen anbelangt. Ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit die Kultur einen Beitrag mit dazu leistet bei Visit Berlin. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beurteilen. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Können wir gleich ich weiß nur, dass der Einzelhandel einen Beitrag leistet und verschiedene andere auch. Kultur sie wird eher benutzt. Sie wird benutzt. Also sie wird benutzt als, also auf allen Fotos von Visit Berlin taucht die Kultur plakativ auf. Also sie zahlt nicht da was ein oder so. Achso, okay. Bitte? Als Fotomodell. Genau. Als Fotomodell, ja. Berlin wirbt mit Kultur nach außen. Berlin wirbt auch mit dem Berliner Fernsehturm und ja, auch mit dem Brandenburger Tor. Allerdings. Das stimmt. Berlin wirbt mit ganz vielen Dingen, weil Berlin auch vielfältig ist. Also ich sag mal da. Das stimmt, das stimmt. Das führt jetzt dann zu weit, die Diskussion. Ich hätte vielleicht aber auch nochmal eine Frage. Also ich finde das ja insofern ganz spannend, jetzt einfach zu betrachten, wie sich das jetzt entwickelt mit der schieren Panik im Gaststättenverband, was die Einführung der Citytax zum 01.01.2013 betrifft. Meine Frage an Sie wäre jetzt nochmal, Frau Aue, brechen denn jetzt tatsächlich die Anmeldezahlen jetzt ab 01.01.2013 massiv ein, weil wir ja seit längerer Zeit eigentlich seit September letzten Jahres klar wissen, dass eigentlich praktisch alle Parteien in Berlin für die Citytax sind, dann müsste ja eigentlich, wenn da wirklich was zu merken ist, eigentlich schon ab 01.01.2013 dementsprechend einfach wirklich ein großes Delta entstehen. Also kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, weil ich spreche nicht für die Hotellerie hier. Fakt ist, dass Sie ja sehr kurzfristige Buchungen haben, gerade in Berlin, extrem kurzfristige Buchungen. Und mit Sicherheit ist das Thema Citytax durch die ganzen Diskussionen, die ja sehr öffentlich geführt werden, in der breit gefächerten Wahrnehmung nicht so manifestiert, wie das jetzt vielleicht der eine oder andere sieht, der damit näher im Zusammenhang steht. Der normale Besucher sieht es so, das wird noch diskutiert, da sind die am Klagen, da warten sie noch Urteile ab. Das ist für den jetzt noch keine Gegebenheit. Ich kann das, also zumindest wäre mir jetzt kein Beispiel klar, wo das in irgendeiner Form Thema war. Ich glaube, da ist momentan noch eine abwartende Haltung, was einfach passiert. Da ist auch viel zu viel Unsicherheit in der öffentlichen Diskussion, glaube ich. Das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, für die Hotellerie kann ich da nicht sprechen. Herr Goyni, wie ist die Position der CDU zur Citytax? Also wir haben uns mit der SPD in den Koalitionsvereinbarungen auf die Einführung der Citytax verständigt, wenn sie rechtssicher möglich ist. Wir haben ja nun vorhin auch schon gehört und gelesen, dass durch die Gerichtsentscheidung, die wir hier vom Bundesverwaltungsgericht haben, das jetzt möglich ist. Insofern gehen wir auch davon aus, dass von Seiten des Senats eine entsprechende Gesetzesvorlage unterbreitet wird, die dann eine Citytax vorsieht. Und wie sie dann im Einzelnen ausgestaltet wird, ich denke mal, das ist dann sicherlich auch nochmal ein Diskussionsprozess, der dann bestimmt auch nicht ohne die Betroffenen und Beteiligten durchgeführt wird. Das Schöne am deutschen Steuerrecht ist ja, dass wir jeden Einzelfall geregelt haben. Deswegen gibt es ja so viel Steuerrechtsliteratur in deutscher Sprache. Und ich bin ganz sicher, wir werden auch da Großes leisten.
leisten, um dann also möglichst viele Einzelfälle gerecht abzubilden an dieser Stelle. Ich will aber doch noch mal sagen, weil das vorhin so ein bisschen durchklang, ich glaube, Berlin tut in diesem Bereich eine ganze Menge. Wir geben ja auch nicht nur aus dem Landeshaushalt viel für Stadtmarketing und die Stadtwerbung dazu, sondern wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, dass wir gesagt haben, der Haushalt wächst in dieser Wahlperiode pro Jahr um 0,3%. Der Kulturhaushalt ist in diesem Doppelhaushalt 12/13 wächst ja um über 2%. Das heißt, wir bilden das schon ab, dass Berlin von Kultur lebt und dass Kultur hier einen hohen Stellenwert hat. Und wir haben aber auf der anderen Seite natürlich auch die Diskussion, kriegt Berlin zu viel aus dem Länderfinanzausgleich? Wir müssen Solidarpaktmittel einsparen. Im Vergleich 2005, 2020 fehlen uns dann pro Jahr 2 Milliarden Euro, die wir bei einem Haushalt von 22,3, die wir jetzt haben, muss man sich nur mal vorstellen. Wir zahlen pro Jahr rund 2 Milliarden, etwas mehr, sogar Zinsen, nur Zinsen, 2 Milliarden. Ja. So, und wir wollen die Neuverschuldung abbauen bis 2016. Das heißt, wir investieren hier schon sehr viel in Kultur, müssen aber auf der anderen Seite auch gucken, wie wir das gegenfinanzieren. Und ohne den Kolleginnen und Kollegen in Köln zu nahe zu treten, finde ich aber, dass wir unseren Kulturhaushalt solider gegenfinanziert haben, als durch eine fiktive City-Tax, die es nicht gibt, aber die Ausgaben sind schon getätigt worden. Unsere Steigerung im Kulturhaushalt von über 2% sind solide im Haushalt gegenfinanziert. Und insofern kann man da sagen, hat Berlin an der Stelle schon seine Hausaufgaben gemacht. Und natürlich werden wir am Ende, wenn es die City-Tax gibt, auch darüber nachdenken, wie wir das auch zur Stärkung der Kultur einsetzen können. Herr Verreigner ist der Vertreter des größeren Koalitionspartners. Es ist nicht mehr viel Zeit bis zum 1.1., wo die City-Tax möglicherweise umgesetzt wird. Wie würde ein Fahrplan ausschauen, um diesen Termin überhaupt halten zu können? Es ist ja schon gesagt worden, auch in der ersten Runde, der entscheidende Punkt ist, dass wir Rechtssicherheit haben wollten. Herr Gonyi hat auch darauf hingewiesen. Insofern mussten wir natürlich jetzt erstmal abwarten, dass das Urteil des Verwaltungsgerichts in Leipzig am 11. Juli gesprochen worden ist, jetzt schriftlich ausgefertigt, vorliegt endlich, um daraus die Schlüsse auch ziehen zu können. Ich weiß nur, dass die Senatsverwaltung für Finanzen im Augenblick mit Hochdruck daran arbeitet. Das heißt, ich gehe auch fest davon aus, dass wir den Fahrplan 1.1.2013 einhalten können. Ist ja schon vorhin auch gesagt worden, dass das in der Diskussion, glaube ich, in Berlin schon zumindest in den letzten Wochen und Monaten durchaus auch eine Relevanz gespielt hat. Das heißt, dass, glaube ich, dass der Großteil der Menschen, die es betrifft, jetzt nicht gänzlich unvorbereitet auf die Beschlussfassung, wenn sie dann ansteht, sein dürfte. Das heißt, vom Fahrplan her müsste es eigentlich, wenn wir relativ schnell sind, irgendwas in Richtung Oktober, Anfang November möglich sein. Die Frage ist in der Tat, inwieweit die ganzen Details, die Herr Gorni auch gerade schon angesprochen hat, im Vorfeld schon Literaturcharakter irgendwie annimmt und geregelt werden muss. Da gibt es eine ganze Menge spannende Fragen, die im Augenblick noch zu klären sind. Ich glaube, vom Timing her ist es sensationell, dass wir hier heute Abend zusammensitzen können, um einfach wirklich auch mal was mitnehmen zu können. So sehe ich das jetzt bei Herrn Gorni und bei der Kollegin jetzt auch von den Grünen wahrscheinlich ähnlich für die weitere Diskussion. Ich glaube aber, dass wir vermutlich genau das auch heute machen wollen, nämlich einfach auch das mitnehmen, was hier diskutiert wird und uns mitgegeben wird, eben für diese Diskussionsprozesse im Hauptausschuss, im Kulturbereich, um halt eben auch schauen zu können, in welche Richtung kann es auch tatsächlich gehen, und vermutlich sind wir in 4 bis 6 Wochen durchaus schlauer. Wichtig für Berlin ist, glaube ich, in der Tat einfach auch noch zu wissen, im Unterschied zu Köln, wie Sie es ja gerade auch dargestellt haben, was ich ganz spannend fand, im Abgeordnetenhaus ist wirklich meiner Auffassung nach keine einzige Fraktion gegen die City-Tax. Es gibt welche, die sind halt eher mit ganz großen Wehenden fahren, da an erster Front sozusagen mit dabei. Und es gibt welche, die sind ein bisschen zurückhaltender. Aber ich glaube auch, dass die Frage der Einführung nicht wirklich gefährdet ist bei den derzeitigen Mehrheiten im Berliner Abgeordnetenhaus, wo eben praktisch keine Fraktion grundsätzlich etwas dagegen hat. Und nochmal ein Punkt zu Frau Aue. Ich meine, Sie haben es natürlich auch schwer, weil Sie letztendlich die Einzige am Tisch sind, die jetzt einfach da dezidiert eine Position vertreten, die anders ist als wir jetzt alle. Trotzdem natürlich nochmal der Hinweis meinerseits, dass ich grundsätzlich natürlich was dagegen habe, wenn man erst, sage ich mal, das Wild erlegt und oder erst sozusagen das Wild verteilt, bevor man es erlegt hat. Das heißt, ganz wichtig ist, glaube ich, in dem Fall tatsächlich erstmal zu gucken, was kriegen wir rein. 20 Millionen Euro ist, glaube ich, vorhin schon mal als Hausnummer genannt worden. Das ist so Pi mal Daumen. Es kann auch mehr sein, in der Tat. Pi mal Daumen, das, was als realistisch betrachtet wird. Und dann eben zu gucken, was macht man mit den 20 Millionen Euro, die jetzt zusätzlich in den Etat reinkommen, ist natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich möchte auch nochmal festhalten, auch wenn ich weiß, dass ich mein letzter Satz dazu wahrscheinlich den einen oder anderen damit vielleicht, sage ich mal, provoziere, aber vielleicht ist es gar nicht schlecht für die Diskussion danach. Ich halte das gar nicht für so schlecht, dass das jetzt nicht hundertprozentig festgelegt wird, dass jetzt das Geld der City-Tax jetzt zu 100% für die freie Szene ausgegeben wird
oder zu 100% ausgegeben wird, für was auch immer, in Form eines Gesetzes. Sie haben das eindrucksvoll dargestellt, dass man es eben auch nicht mit Zweckbindung festlegen kann im deutschen Steuerrecht. Das ist auch richtig so, finde ich, weil der Sinn und Zweck der Übung ist natürlich auch im politischen Bereich einfach auch diskutieren zu können und einfach auch zu schauen, welche Partei bietet dann bei den nächsten Abgeordnetenhauswahlen, sage ich jetzt mal, eben eine 100% Finanzierung, sage ich jetzt mal, in Richtung freie Szene an. Wer ist zu 80% mit dabei und hat 20% Bezirksbund mit im Programm oder was auch immer. Das ist doch gerade das Spannende daran, dass man eben auch da wirklich den Wettbewerb hat und sehen kann und entscheiden kann und sich dann eben auch für das Modell, was einem am meisten behagt, letztendlich auch aussprechen kann. Frau Bangert, ich vermute, dass in diesem Falle die Opposition nicht gegen die Koalition argumentieren wird. Zumal Alice Ströwe die Idee schon vor 10 Jahren hat. Frage an Sie wäre, also im Hinblick auf die Gestaltungsspielraum, den Herr Fröhlich noch in der ersten Runde angemerkt hat, welche Akzente wären da noch zu setzen? Erstmal eine allgemeine Bemerkung. Die Diskussion, die wir derzeit erleben und die Gerichtsverfahren, sowas ist nur in Deutschland möglich. Ich finde es unglaublich, wenn wir überlegen, es geht im Durchschnitt um 2 Euro pro Übernachtung. Um welche Summen wir hier reden? Es wird bis fürs Bundesverwaltungsgericht geklagt. Alle fühlen sich ungerecht behandelt. Ich kann mich an keine Klage erinnern, als für die Hotellerie die Mehrwertsteuer auf 7% abgesenkt worden ist. Und ich denke, wir sollten da auch mal die Kirche im Dorf lassen. So eine Abgabe, so eine City-Tax ist rechtlich machbar. Sie muss politisch gewollt sein, ganz klar. Und ich denke, für Berlin wird sie auch kommen. Da haben wir zum Glück jetzt auch die politischen Mehrheiten für. Die Grünen fordern seit 2000 eine Kulturförderabgabe, eine City-Tax, hieß immer unterschiedlich. Wir haben 2007, haben wir in weiser Voraussicht schon einen Gesetzentwurf für eine Tourismusabgabe vorgelegt. Der ist rechtlich einwandfrei gewesen damals. Ich denke, der ist eine gute Grundlage. Stellen wir ihn gerne zur Verfügung. Können Sie auch gerne kopieren. Haben wir überhaupt kein Problem mit. Und dann denke schneller. Ich, können wir schnell die City-Tax auf den Weg bringen in Berlin. Wir brauchen die City-Tax. Berlin ist arm und groß. Und wir wissen auch, dass in Berlin ziemlich viel Geld verbrannt wird für andere Projekte. Ich sage nur BER etc. Und deshalb denke ich, wäre es auch nicht mehr als gerecht, weil auch von den Touristinnen und Touristen, die Berlin besuchen, 74% wegen Kunst und Kultur kommen, dass sich dieser Prozentsatz auch bei der Verteilung der City-Tax widerspiegelt. So. Und dann muss ich natürlich gucken im Bereich Kunst und Kultur, welche Bereiche sind chronisch unterfinanziert. Und sorry, da fällt mir nur die freie Szene ein. Und deshalb muss auch ein maßgeblicher Teil muss im Grunde genommen für diese Szene zur Verfügung stehen, weil die Bedeutung, die freie Szene für Berlin hat, wegen der kommen die Leute nämlich auch nach Berlin. Also die kommen zwar, ein Teil kommt auch wegen den Museen, wegen der Hochkultur, aber ganz viele kommen eben wegen dieser freien Szene, die wirklich in Deutschland einmalig ist. Und ich denke, das muss auch entsprechend gewürdigt werden. Es ist eine politische Entscheidung, ganz klar. Und es ist auch gut, dass eine politische Entscheidung ist. Und da muss man dann die Weichen stellen. Finde ich klar. Frau, Sie haben sich viel notiert. Ich glaube, Sie wollen entgegnen. Ja. Ach, ich habe noch einen. Weil Herr Geuni hatte gesagt, der Kulturetat wurde um 2% erhöht. Das klingt ja immer toll. Aber Herr Geuni, die ganze Wahrheit ist, dass nur 3% des Berliner Gesamthaushalts der Kulturetat sind. Und von der Sichtweise müssen wir das ganze Problem betrachten. Also, wie gibt der Bund? Frau, ein bisschen war die Frage auch an Sie gerichtet. Also, ach so, schon wieder ich. Ja, sind es. Naja, ich habe mir jetzt nur, verstehe das ja auch alles und weiß ja auch, dass Berlin chronisch immer in Finanznöten ist. Nur wenn jetzt eben so salopp gesagt wird, naja, es wird eben viel Geld verbrannt an anderen Stellen, stimme ich ja auch zu. Ist ja auch so die gemeinläufige Wahrnehmung im Moment zumindest.
dann muss man sich natürlich auch mal fragen, gibt es denn da nicht auch andere Potenziale? Also ich als Tourist würde mich jetzt zum Beispiel fragen, okay, wenn da jetzt Gelder verschwinden, soll ich das jetzt subventionieren oder was? Also das ist so ein bisschen die Problematik, die ich auch sehe. Gibt es nicht auch Möglichkeiten, gibt es nicht auch alternative Möglichkeiten, einfach um mal die Diskussion wieder ein bisschen weiter zu öffnen? Ich hatte es ja anfangs schon mal mit der freiwilligen Geschichte. Muss man jetzt genau an diesem Modell festhalten, was ja so viel Streit und so viel, ja, ist halt demokratisches Verhalten, dass jeder sich dazu in irgendeiner Form äußert. Muss man das tun? Gibt es andere Möglichkeiten? Kann man auch im Haushalt? Ich habe da jetzt nicht den Detail Einblick, deswegen kann ich nur als Privatperson fragen, also als Steuerzahler fragen. Aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen, die Aussage kam natürlich so, dass es mir so eine leichte Flanke bot. Jochen, dann komm mal. Ich möchte mal gerne die Sache nochmal von einer ganz anderen Seite her aufzäumen. Frau Auer, Sie haben gesagt, dass es bürokratisch aufwendig ist und kompliziert und dass die Hotellerie da unglaublich viel Stress mit hat und so. Ich glaube ja, dass was ganz anderes draus werden kann, wenn man das Problem zur Lösung macht. Und das könnte heißen, dass man im Grunde da, wo der Sales stattfindet, der Vertrieb, dass man auch den Gast in ein Gespräch verwickelt und sagt, Sie sind in Berlin, Sie können einen Beitrag leisten, eine Teilgabe. Die ist hier nicht nur, das ist eine Verordnung, ist ja keine Wegelagerei, sondern wenn ich an einen Kurort gehe, dann zahle ich doch sehr gerne, weil ich weiß, damit werden die Anlagen gepflegt. Und darum geht es doch. Es geht darum, das habe ich vorhin gemeint in einem Eingangsstatement, dass es sehr wichtig ist, dieses nicht als Problem zu kommunizieren, sondern als Lösung eines Problems. Und das Problem heißt, Berlin ist nicht arm, aber sexy. Berlin, also da war ich nie einverstanden mit dem Leitmotiv von Klaus Wowereit. Ich habe immer gesagt, Berlin ist reich an seiner kreativen Vielfalt. Dieser Reichtum, dieses soziale Kapital, dieses kulturelle Kapital, das in sozusagen zu verwerten, funktioniert nicht nur dadurch, dass sich Menschen dauerhaft selbst ausbeuten, sondern dass auch diejenigen, die kommen und davon profitieren, ihre Teilgabe leisten. Es geht hier um eine Teilgabe, anteilig etwas zu geben, damit es weiterhin bestehen bleibt. Und ich glaube, dass es aufregend ist, zum Beispiel mit den Menschen, die im Sales arbeiten, bei den Hotels, zu sagen, auch die über die Websites, das wirklich zu kommunizieren und zu sagen, es ist nicht ein Problem, sondern eine Lösung und zu sagen, ganz proaktiv, ganz selbstbewusst zu sagen, wir leisten gerne, wir finden es gut, wir begrüßen es. Also das erwarte ich eigentlich von der Hotellerie und Gastronomie, zu sagen, wir finden es gut, weil auch wir werden langfristig, in the long run, mehr Geld einnehmen. Also rein wirtschaftlich, rein ökonomisch, als Kaufmann, Kauffrau müsste man doch sagen, es gibt doch nichts Besseres, als wenn etwas, was existiert und was wir erhalten wollen, dauerhaft existiert. Weil sonst befürchte ich, dass die Zahlen eher zurückgehen. Weil wenn irgendwann mal nicht nur CU Berlin schließt und Tacheles und viele andere Dinge den Bach runtergehen oder die Spree runtergehen, dann wird eine andere Stadt, Warschau oder was auch immer, das besetzen, diese Position. Und ich kann ganz klar garantieren, wenn das, was Berlin heute ausmacht, verloren geht, das kann man mit viel Geld nicht mehr zurückkaufen. Wir erleben es an Menschen, die aus Paris kommen, die aus London kommen, die sagen, wir würden sowas gerne haben, wie es Berlin ist. Man kann es buchstäblich für Geld nicht kaufen. Wenn das einmal weg ist, ist es für immer weg. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Touristen oder eine Touristin gibt, die wegen 2 Euro mehr diese Stadt nicht besucht. Also den müssen Sie mir echt. Zumal die Hotelpreise sensationell günstig sind. Genau, im Europamaster. Im internationalen Ranking sind wir auf Platz 16 bei den Metropolen. Ich denke, Berlin ist immer noch besuchenswert und auch günstig, bezahlbar. Und wir müssen ja auch sehen, also ich glaube, es ist wichtig, eine Transparenz herzustellen, wohin das Geld fließt, weil wir stellen immer wieder fest, wenn die Leute wissen, wohin das genau. Geld fließt. Geben Sie es viel lieber. Ja. Dann würden Sie im Grunde genommen auch auf das kostenlose Kita-Jahr, auf das dritte verzichten, weil Sie sagen, wenn ihr die Kitas entsprechend ausstattet, dann zahlen wir gerne. Also das ist ja auch nur, weil die Leute nicht wissen, wohin, was mit ihrem Geld passiert. Das ist eine Frage von Kommunikation. Genau, also das, denke ich, ist ganz wichtig, eine Transparenz herzustellen und so eine Abgabe, die geht ja wirklich nahezu 1:1, kommt die der Allgemeinheit zugute. Wo haben wir denn sonst solche Fälle, wo die Leute direkt feststellen können, es steigert die Attraktivität des Angebots. Und das ist doch kein besserer,
keine bessere Werbung, als so ein Angebot zu machen, zu sagen, ihr zahlt hier, ihr könnt hier euch beteiligen, ihr könnt das Angebot im Grunde genommen absichern in bestimmten Bereichen und ihr habt alle was von. Das ist im Grunde wie Traubenzucker im Blutkreislauf einer Stadt. Ja, und geht sofort ins Blut. Dass so eine gesellschaftliche Akzeptanz ist ohne weiteres herzustellen. Wir sehen das doch auch, also mit den ganzen Kurtaxen. Da zahlen doch alle Leute, da kommt niemand auf die Idee und klagt gegen eine Kurtaxe. Das habe ich überhaupt noch nie gehört. Das wird selbstverständlich, fahren die Leute in Urlaub und zahlen die Kurtaxe. Also da gibt es gar keine Diskussion drum. Da gibt es auch keine Diskussion von den Beherbergungsstätten, dass die sagen, nee, ist uns zu kompliziert. Dann nennen wir es Bad Berlin. Oder sonst was. Und deshalb ist es das wirklich eine künstliche Diskussion, die hier hochgezogen wird, um bestimmte Sachen zu verhindern. BB. B2B. Bad Berlin. Bad Berlin. Also ich finde, die Diskussion war ja bisher durchaus auf Niveau, dass man jetzt sagt, man muss ja nicht zu schlagwortartig, Frau Bangert, argumentieren. Wenn ich sage, nur 3% für Kultur, dann muss man sagen, der größte Anteil sind eben halt auch die Sozialleistungen. Ja? Das kann ich sagen, was will ich denn da jetzt gegeneinander ausspielen? Und dass unsere hohen Zinsen, die wir für die Kredite zahlen müssen. Kultur schafft auch Arbeitsplätze. Natürlich, ja, das war bisher schlechte, aber... Ich kann das so schlagwortartig auch machen. Die größte Wachstumsquote. Wenn ich es an den Prozenten festmache, dann muss ich natürlich sagen, der größte Anteil sind Sozialleistungen in dieser Stadt. Ja? Und ich habe ja gesagt, wir wollen natürlich sehen, dass wir die Wirtschaftskraft dieser Stadt stärken, damit wir von diesen elendhohen Zinszahlungen für unsere Kredite runterkommen. Das ist aber ein langer Prozess und der führt ja auch an Einnahmen nicht vorbei. Ich hatte mich aber nur gemeldet, weil ich das unterstreichen wollte, was der Jochen Sandig gesagt hat. Ich glaube, diese City Tax ist ja nur eine ganz kleine Facette eines Diskussionsprozesses, den wir in dieser Stadt brauchen. Was hat eigentlich Berlin in den letzten 20 Jahren so spannend und attraktiv gemacht und welche Weichenstellungen müssen politisch eigentlich getroffen werden, damit wir das verstehen? Vieles hat sich in den letzten 20 Jahren von allein entwickelt. Braucht ja keiner zu behaupten, das hätte die Politik veranlasst. Nur wir kommen langsam an einen Punkt, wo man sagen muss, zum Glück auch nicht verhindert. Aber wir kommen langsam natürlich in eine Situation, wo wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht vorsichtig politische Akzente und Weichenstellungen vornehmen müssen, um genau diesem spannenden Berlin eine Entwicklungsperspektive zu geben. Und da geht es natürlich auch am Ende um die Frage, wie kann ich Finanzmittel dafür zur Verfügung stellen? Aber ich glaube, das ist ein viel breiteres Spektrum, dafür auch zu sorgen, dass diese Räume in der Stadt vorhanden sind, dass diese Freiheit auch in der Entwicklung möglich ist. Und da brauche ich am Ende natürlich viele Stellschrauben, die das möglich machen. Und dann ist natürlich die Frage, wo gebe ich da Geld rein? Eine, die man auch mitdenken muss. Aber deswegen hatte ich auch dieses vorhin gesagt, wir haben ja diesen finanziellen Schwerpunkt zumindest schon erkannt. Und kann man immer sagen, es ist immer noch zu wenig. Aber man muss da natürlich auch mal ergänzen, dass insbesondere für die sogenannte Hochkultur der Bund in Berlin ja mehr Geld ausgibt als Berlin selber für Kultur. Also wir profitieren natürlich auch noch davon. Übrigens inklusive der ganzen Filmförderung, der Kinoförderung, wo der Bund sich ja auch in erheblichem Maße finanziell beteiligt. Das heißt, dass wir da auch an die Einnahmeseite denken, ist doch völlig klar. Aber ich glaube, diese Frage, und das finde ich eben wirklich ganz spannend zu sagen, welchen politischen Diskussionsprozess müssen wir eigentlich begleiten, damit Berlin auch für die nächsten 5, 10, 20 Jahre diese spannende Entwicklung beibehält und eben auch diese Leuchtkraft international behält. Denn das ist natürlich wirklich momentan unser Vorteil, den wir haben. Und da kann es auch sein, dass die Konkurrenz an anderer Stelle erblüht, wo wir sie gar nicht erwarten. Und dann sind Touristenströme auch schnell ganz woanders. Also diese Spannung muss Berlin beibehalten. Aber das ist doch ganz tolle Arbeitsteilung. Entschuldigung. Bitte applaudieren. Ich wollte nur sagen, es ist doch toll, wenn der Bund sich an der Hochkultur beteiligt und sich dann Berlin umso mehr den freien Strukturen zuwendet. Das ist doch super eigentlich. Ja, oder? Ja, so habe ich es gerade verstanden. Frau, angesichts dieses Szenarios, die Berlin-Besucher an der Diskussion um Berlin zu beteiligen, um einen Beitrag, den man leisten kann, damit die Stadt weiter attraktiv bleibt und noch attraktiver wird unter dieser Voraussetzung, kann man sich ja vorstellen, also da sind die Berliner Hoteliers und Gastronomen ja eh schon im Boot drin, aber könnte da eben dieses umstrittene Vehikel City Tax nicht doch auch ein interessantes Instrument sein und wie könnte es ausgestaltet sein, damit es auch von Ihrer Seite akzeptabel ist?
Also weil es geht ja auch, jetzt kommen wir in diese nächste Runde, wie sollte eine CityTax ausgestaltet sein? Welches Volumen kann sie haben? Auf wen, auf welche Form von Übernachtung kann man zugreifen laut diesem Urteil? Sollte man laut politischem Willen zugreifen? Ja, und was wäre davon dann auch wirklich für Ihre Branche eben in diesem Argumentationszusammenhang attraktiv, tragbar, möglich? Was zahlen Sie freiwillig? Das ist die Herzgrenze. Also zur rechtlichen Ausgestaltung kann ich Ihnen wirklich gar nichts sagen. Da müssen sich dann die Fachleute damit auseinandersetzen, weil die jetzige Diskussion zeigt uns ja schon, wie schwierig es ist, hier Rechtssicherheit zu schaffen. Oder wie schwierig es zumindest erstmal scheint, Rechtssicherheit zu schaffen. Und dazu kann ich mich gar nicht äußern, fehlt mir auch komplett der Input zu. Grundsätzlich haben wir eine ganz klare Position innerhalb des Tourismusausschusses, die da heißt, so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, können wir das nicht mittragen, weil wir eben, die Gründe habe ich ja hinreichend schon gesagt, weil wir eben auch diese Belastung sehen, die ganz vielfältig fängt bei ganz kleinen an, kann finanziell enden, wenn man einpreisen muss, wie auch immer. Man kann immer darüber diskutieren, für den einen sind kleine Beträge viel, für den anderen sind kleine Beträge wenig. Ich glaube, darüber kann man sich schlecht ein Urteil erlauben, wenn man in manchen Situationen nicht steckt. Und es gibt auch viele Hotels, die ums Überleben ernsthaft kämpfen. Aber das wollen wir ja verhindern. Wir wollen, dass die ja mehr verdienen. Ja, wirklich. Alles schön. Ich bin auch vollkommen bei Ihnen. Und ich will es auch mal an dieser Stelle noch mal ganz klar sagen, weil ich fühle mich manchmal jetzt ein bisschen in die Ecke gedrückt, gegen die Kultur zu sprechen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und ich glaube, das können Sie auch sehr gut einschätzen, dass das nicht der Fall ist. Weil in gewisser Weise sind wir ja da selber mit ein bisschen eingebunden und engagieren uns da auch sehr stark in dieser Stadt. Und insofern liegt es mir so vollkommen fern, hier gegen eine Förderung der Kultur zu sprechen. Nur ich sage eben, es müssen vernünftige Möglichkeiten gefunden werden und auch erstmal vielleicht auch eruiert werden, ob es noch Töpfe gibt, wo man vielleicht eben Gelder auch mal anders generiert oder anders einspart oder sinnvoller ausgibt. Wenn vorhin von Frau Bangert BR fiel, dann gebe ich das mal wieder zurück. Ich meine, wir können über ganz viel diskutieren. Wir werden es hier am Tisch sowieso nicht lösen. Aber faktisch ist für mich so ein bisschen, und das ist auch das, was momentan in der Diskussion sehr deutlich auch von der Hotellerie spürbar ist, wieso denn jetzt ein Segment, wenn alle davon profitieren, dann lasst uns doch was machen, was auch auf breitere Beine gestellt ist. Kurabgabe ist ja auch auf breitere Beine gestellt. Also das ist ja auch das Problem, was wir schon mal bei der ersten Tourismusabgabe hatten, wo das einfach auch daran scheiterte, zu sagen, warum sollen das hier die Hotels tragen? Das muss auf breitere Beine gestellt werden, wenn es auch einem weiteren Ergebnis zugutekommen soll, bin ich ja vollkommen dafür. Und die Rechtsunsicherheit, die wir jetzt haben, sagt eben für uns ganz klar, so kann es nicht funktionieren, so wie es jetzt dargelegt ist, kann es nicht funktionieren, können wir es einfach nicht mittragen. Was nicht heißt, dass die Hotellerie oder irgendjemand in der Gastronomie gegen Kultur ist. Also das ja, aber wir haben ja, aber wissen Sie, Frau Auwe, es ist ja nicht so, dass die Hotellerie es tragen soll. Wir haben ja keinen Schlagbaum, wo die Leute reinkommen. So könnte man es natürlich auch lösen, wenn es einen Weg nach Berlin gäbe, dass da erstmal sozusagen das erhoben wird. Aber du hast jetzt die Absicht, eine Mauer zu hören. Aber ich verstehe, einen Punkt verstehe ich nicht. Wir haben doch alle glühend dafür argumentiert, dass alle am Ende mehr verdienen werden. Auch die Hotellerie wird dann mehr verdienen, in the long run. Darum geht es doch. Also ich glaube, es ist zu kurzsichtig zu glauben. Aber engagiert sie sich da schon. Sie unterstützt doch ganz maßgeblich Visit Berlin als touristische Stadtmarketingagentur. Also ich meine, es ist ja nicht so. Glauben Sie nicht, dass wenn Visit Berlin mehr Geld zur Verfügung hat, dass sie noch bessere Werbung machen können? Und Burkhard Kieker sagt auch, natürlich rechnet er damit, dass ein Teil dieser City-Tax auch Visit Berlin noch stärker macht. Das heißt, noch bessere Werbung, noch bessere langfristige Kultur, noch mehr Touristen. Das heißt, wir reden über eine Win-Win-Situation. Verstehen Sie? Es geht, und ich bin natürlich als neues IHK-Mitglied im Parlament, nicht im Präsidium, werde ich mich dafür einsetzen, dass auch Herr Schweizer und Herr Eder die Position der IHK korrigiert und sich auch proaktiv
aktiv für die CityTechs einsetzen wird. Auch wenn wir da viel diskutieren werden und streiten werden, ich glaube, es nützt allen, der Wirtschaft, der Kultur, dem Tourismus, auch der Bildung, es nutzt einfach allen. Und es ist nur ein kleiner Beitrag, es ist ein Teil eines Bündels. Liegenschaftspolitik ist vielleicht noch wichtiger, aber all diese Dinge müssen zusammengeführt werden, damit es nach vorne geht, neue Schubkraft für Berlin zu entwickeln. Schöner Begriff, Bündnis und gemeinsam. Ja, darum geht es, danke. Ja. Wir sind ja schon ein ganzes Stück weiter, weil das ist, und Rechtssicherheit, das wäre auch nochmal so ein Thema, weil es nützt uns nichts, wenn wir gar nicht wissen, wie, das hat mir gut gefallen vorhin, als der Satz fiel, warum sollen wir denn das Fell des Bären erlegen, verteilen, wenn wir es noch nicht mal den Bär erlegt haben. Also wir haben eben, wir wissen ja noch gar nicht, was Sache ist, wir wissen auch gar nicht, was damit passiert und wir wissen auch gar nicht, wenn es einmal jetzt verabschiedet wird, ob es die nächsten 5, 6, 7 Jahre so bleibt oder dann aus politischen Änderungen wieder verändert wird. Also sag mal, wir reden über ganz viel Wenn. Und deshalb wäre es vielleicht sinnvoller, erstmal über an die Dinge ein bisschen anders ranzugehen. Denn im Moment haben wir eben eine Situation, die es uns, glaube ich, nicht erlaubt oder nur ein bisschen schwerer erlaubt, aufeinander zuzugehen. Nein, aber ich sehe das Problem nicht, weil Sie reden immer davon, dass die Hotels belastet werden. Die werden noch gar nicht belastet, weil die können das ja 1:1 von den Berlin-Besucherinnen und Besuchern, können sie sich zurückholen. Es gibt da, wenn es natürlich welche gibt, die sagen, okay, sie legen es nicht auf die Preise um, dann ist es auch in Ordnung, dann können sie es sich wahrscheinlich leisten. Und deshalb sehe ich das Problem nicht, dass Sie da aufmachen, dass es der Niedergang des Gaststätten- und Hotelgewerbes in Berlin ist. Das wird es nicht sein. Also das ist, also, und wie gesagt, wir reden von durchschnittlich 2 €. Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Also von pro Person, was es ausmachen würde pro Übernachtung. Also die werden das voll an die Gäste weitergeben, gehe ich von aus, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch eine Touristenabgabe. Oder vielleicht gibt es manche, die freiwillig mehr geben. Und deshalb sagen, Mindestgebühr nicht, warum 2 €. Sie dann gleich irgendwie auch so eine Drohkulisse ein bisschen aufmachen und sagen, ja, und die werden sich dann nicht mehr freiwillig selber engagieren und die werden dann zusätzlich nichts mehr zahlen. Aber und sie hat uns gerade wirklich die Hand gereicht. Jetzt lass mich auch mal ausreden, Jochen. Ich lasse mich auch ausreden. Nicht verstanden. Und das sind einfach so Geschichten, wo ich denke, es werden massenhaft Verhinderungsgründe genannt. Und anstatt man so sagt, okay, jetzt gibt es eine CityTax in Berlin und die setzen wir um und dann gucken wir, dass es gerecht verteilt wird, dass es transparentes Verfahren ist und dann ist es in Ordnung. Frau Bangert, ich habe das so verstanden, dass es eine Diskussionsrunde ist, wo wir Argumente austauschen. Wenn das anders gewesen sein sollte, dann hätte vielleicht die Einladung anders lauten sollen. Ich glaube, dass ich das, was Sie mir jetzt in den Mund gelegt haben, so nicht dargelegt habe, aber das ist auch müßig. Ich möchte da an der Stelle auch jetzt dann für mich schließen. Eine kurze organisatorische Frage. Herr Gollny muss sein Auto umparken. Ich biete eine Pause an. Wegen der Zeit, weil ich vorher Aufsichtsratssitzung vom Liegenschaftsfonds hatte. Also wir haben auch noch spannende Themen. Wir machen gleich weiter. Ja. Leider nur diesen komischen Parkplatz gekriegt. Danach bin ich bis 0 Uhr gerne hier und wir können weiter diskutieren. Wow. Ich muss nur bis 22 Uhr erstmal mein Fahrzeug umsetzen. Wollen Sie das Fahrzeug jetzt umparken und wir machen weiter und Sie kommen dann zurück? Ja, können wir auch. Oder Pause machen. Oder machen Sie eine Raucherpause und dann machen wir weiter. Weitermachen. Okay, gut. Hier rauchen nur die Köpfe. Kommen wir wieder zurück zur CityTax. Frau Bangert, Bündnis 90 Grüne waren schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, haben eigentlich die meisten Erfahrungen auch darin, die meiste Expertise, wie sie ausgestaltet sein sollte. Wie sollte sie ausgestaltet sein? Von wem sollte sie erhoben werden? Wie lässt sich das am unbürokratischsten machen? Ja, wir haben jetzt damals den Gesetzentwurf, habe ich dabei, bekommen Sie gerne nachher, können Sie auch im Netz finden. Ich habe den auch schon. Haben wir damals abgestuft auch, dass wir im Grunde genommen dann auch das Hostels etc., dass die nicht so stark belastet sind. Also wir haben das abgestuft. Im Schnitt waren es dann, glaube ich, 2 €, den wir kamen pro Übernachtung. Also im Schnitt lag auch bei manchen Übernachtungen deutlich niedriger. Wir sind wirklich auf eine Abgabe zur Förderung des Tourismus sind wir damals schon gegangen. Also da hätten wir auch das Problem mit den geschäftsbedingten Übernachtungen nicht, weil es wirklich dann wirklich nur von Touristinnen und Touristen, die Berlin besuchen, erhoben wird. Und wir hatten damals wirklich auch den Plan, dass es von den Hotels eingesammelt wird und dass sie das dann abführen.
Also ich denke, das ist ein normales Verfahren, das ja auch in anderen Städten so funktioniert. Also es ist ja nicht so, dass man keine Erfahrung mit Citytags hätte. Also die Erfahrungen, die da sind, haben sich ja durch das Leipziger Urteil und durch die Begründung nicht geändert. Also das wird ja auch schon vielerorts praktiziert und wurde erfolgreich praktiziert. Und deshalb denke ich, dass wir in Berlin auch ein rechtssicheres Verfahren entwickeln werden. Und ich habe vorhin auf die Karte geguckt, wenn wir sehen, wo überall über die Citytags nachgedacht wird oder wo sie schon erhoben wird auch, da könnte man dann selbstverständlich auch über eine bundesgesetzliche Regelung, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht mehr auf Länderebene, könnte man nachdenken. Da sind die von der Westen aber anders. Herr Verreiken? Also ich glaube, da müssen wir in der Tat das Grundgesetz an der Stelle ändern. Das dürfte kompliziert werden. Aber vom Prinzip her, glaube ich, ist ja das Wichtigste jetzt erstmal in der ganzen Angelegenheit, dass wir jetzt wirklich, an der Stelle widerspreche ich Ihnen nochmal, Rechtssicherheit haben. Es ist ja gerade nochmal dargelegt worden. Also die Situation hat sich wirklich eklatant geändert, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig zufriedenstellend ist. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Seit 11. Juli, beziehungsweise spätestens seit letzter Woche, wissen wir, woran wir sind und können tatsächlich, anders als beispielsweise beim Thema Rentenreform auf Bundesebene, wo wir auch sagen könnten, wir müssen die Arbeit einstellen, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt als Arbeitgeber für einen bestimmten Betrieb, sei es Hotel- und Gaststättengewerbe oder was ganz anderes. Hier wissen wir genau, was auf uns zukommt. In der Regierungserklärung haben wir auch deutlich festgelegt, dass wir das eben durchführen wollen in den nächsten Jahren. Es ist im Abgeordnetenhaus eben auch eigentlich wirklich einhellig klar, dass es in diese Richtung gehen wird. Insofern haben wir, glaube ich, in jeglicher Hinsicht da jetzt die Möglichkeit, endlich durchzustarten und auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre, aus den Erfahrungen der Städte, die das schon gemacht haben, eben auch zu lernen. Insofern würde ich Frau Bangerter durchaus ein bisschen unterstützen wollen, dass sie sagt, es ist jetzt ganz wichtig, da jetzt den Drive reinzukriegen, aber auch gleichzeitig widersprechen, weil ich glaube, es ist auch ganz sinnvoll, tatsächlich sich die Erfahrungen der verschiedenen Städte in Berlin, in Deutschland anzugucken und zu schauen, was ist denn da passiert? Und wir sehen ja tatsächlich am Beispiel Bingen-Trier, dass eben auch nicht alles so super gelaufen ist. Ich habe heute das Dortmunder Modell für mich sozusagen als eine große wesentliche Erfahrung des Abends auch mitgenommen. Das kannte ich nicht, muss ich ehrlich sagen, ist eine spannende Geschichte. Also insofern sind wir da im Lernprozess und mein Ziel ist auf jeden Fall, dass wir in Berlin wirklich, sage ich mal, dass die beste Ausfertigung einer Citytax dann auch hinkriegen. Was ich aber am geilsten finde, wenn ich das kurz mal sagen darf, ist das, was Jochen Sannig gerade gesagt hat, weil ich, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen depressiv auch mal durch die Gegend laufen, wenn es zum Thema Citytax geht, weil eben nicht jeder so euphorisch ist wie Sie jetzt heute Abend, was das betrifft. Aber ich bin motiviert auf jeden Fall, dass wir das jetzt eben, sage ich mal, proaktiv nach vorne bringen, dass wir da versuchen, ein bisschen offensiver auch in der Situation mit ranzugehen. Und wenn Sie es noch nicht haben rechtlich schützen lassen, sollten Sie es ganz schnell machen. Das Wort Teilgabe finde ich einfach genial in dem Zusammenhang, dass wir eben dieses Wort tatsächlich eben nicht als Worthülse da stehen lassen, sondern im besten Sinne des Wortes eben tatsächlich die Leute auf der einen Seite teilhaben lassen und gleichzeitig eben auch bitten, dann eben entsprechenden Obolus zu leisten. Und Frau Bangerl und ich werden nochmal rausfinden, wer jetzt der Erfinder der Kurtaxe ist. Also ich glaube, da würde ich doch nochmal sagen, waren die Grünen noch nicht da. Das habe ich nie behauptet. Ich habe gesagt, die Kurtaxe. Können wir ja dann dementsprechend vielleicht nochmal ein kleines Denkmal irgendwie setzen, weil die sicherlich als allererstes sozusagen eine gute Idee in der Richtung gehabt haben, dass man eben auch Besuchern etwas positiv beteiligen kann. Herr Gorni, Sie sind der Mensch der Zahlen. Wir hatten 22 Millionen Übernachtungen im letzten Jahr. 5 Millionen davon waren Kongressbesucher, also 9,9. Dienstreisende. 9,9 Millionen. Aha. Also ich habe eine Zahl 5,5 nur Kongress, aber dann 9,9 wahrscheinlich Geschäftsreisende bleiben. 12 Millionen ungefähr an Touristen übrig. In welchem Maße könnte man von denen die Citytax erheben? Was wäre realistisch, was zur Verfügung stehen könnte? Gut, also ich beschäftige mich mit Haushalt und übrigens Medienpolitik und zähle nicht die Besucher hier nach, aber gehen wir mal davon aus, dass diese Zahlen stimmen. Stehen da drin, Herr Gorni, von ja. Ihrer Ex Wirtschaftssenatorin. Ja, ich habe nur gesagt, ich habe sie nicht nachgezählt. Ich habe ja nicht gesagt, dass die Zahlen nicht stimmen. Ich habe gesagt, ich habe nicht nachgezählt. Muss ich an der Stelle auch gar nicht. Denn am Ende ist es doch in der Tat so, die Steuern werden, das ist ja vorhin auch schon juristisch gut dargelegt worden, erhoben, um Einnahmen zu erzielen. So, und wir haben ganz viele spannende Dinge, die wir in dieser Stadt finanzieren wollen. Und wir haben ein paar Dinge, die wir in dieser Stadt finanzieren müssen. Also haben wir ein Interesse, dass am Ende die Kasse stimmt. So, und wen wir bisher noch gar nicht zu selbiger bitten, das sind die, die hier als Besucher herkommen. Die kommen hier gerne her, die Stadt ist attraktiv und die profitieren davon. Und ich finde es nicht unredlich zu sagen, die beteiligen wir jetzt ein Stück weit daran. Es geht ja nicht darum, dass wir hier diejenigen belasten wollen,
wollen, wo diese Menschen übernachten. Aber natürlich kriegen wir die Besucher dort, wo sie übernachten. Und deswegen ist der Schluss naheliegend zu sagen, dann müssen wir eben da ran am Ende des Tages. So, und wie man das jetzt ausgestaltet, wie viel man am Ende erhebt, ob man branchenspezifische Besonderheiten, also große Hotels, kleine Hotels, Hostels, wie auch immer, besonders berücksichtigt. Das kann man ja im Detail dann nochmal diskutieren. Da haben wir auch gesagt, da sind wir gar nicht festgelegt. Und natürlich wollen wir auf die Branche da auch ein Stück weit hören. Und da kann man Erfahrungen aus anderen Städten sich auch zu eigen machen, damit man eben am Ende da möglichst breiten Konsens, aber zielsicher auch diese Einnahmen für das Land Berlin generieren kann. Und auf der Verwendungsseite habe ich ja schon deutlich gemacht, natürlich hat die Kultur hier einen hohen Stellenwert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so eine City-Tax in Berlin erhoben wird, ohne dass auch die Kultur ganz nachhaltig davon profitieren wird. Also ich denke mal, das ist zumindest für unsere Fraktion auch, ne, und ich denke mal, sind wir uns in der Koalition ja auch einig, auch da sind wir uns einig, eine ganz klare Ansage. Da sind wir sofort bei der Verteilungsdiskussion, also was ich auch sehr interessant finde, die wollte ich kurz damit... Tom, darf ich kurz was dazu? Ja. Also es wird ja oft gesagt, dass der wichtigste Rohstoff dieser Stadt, da wir nicht über Bodenschätze verfügen, die Kreativität ist. Und wie kann man diese Ressource heben? Wie kann man sie sozusagen auch zu Geld machen? Wie kann man die immateriellen Werte, das soziale, das humane, kulturelle Kapital monetarisieren? Das ist ja die Fragestellung. Und an den Verursacher quasi immer wieder neu im Sinne dieses Ökosystems zurückführen. Und genau darum geht es ja. Es geht einfach darum, diese Wertvollkeit, diese Wertigkeit der Stadt, ich glaube, Alice Ströwe hat irgendwann gesagt, unser Strand ist die Kultur, also Menschen fahren nach Rio de Janeiro, nach Ibiza, weil es da Strände gibt, Sonne satt, und hier in Berlin ist einfach etwas anderes attraktiv und anziehend, und dafür zu sorgen, dass sie weiterhin bestehen bleibt, darum geht es ja. Ich wollte noch was ich lasse es jetzt mal kurz so stehen, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich in diese Diskussion, ich habe zum Beispiel beim Thema Clubsterben gesagt, lasst uns doch vom Clubleben sprechen, nicht vom Clubsterben. Lasst uns doch positive Begriffe finden, darüber nachdenken, wie bringt man die Sachen zum Blühen, zum Leben. Deswegen finde ich, der Begriff der Teilgabe tatsächlich ist ganz ernsthaft positiv gemeint, nicht als zwanghafte Situation, sondern wir wollen alle an etwas teilnehmen, wir wollen alle etwas teilhaben. Und ich glaube wirklich, ich bin irgendwie an der Stelle irgendwie optimistisch, glaube immer noch an das Gute im Menschen, nämlich dass Menschen in einer veränderten Gesellschaft, wo alles zusammenbricht, Kapitalmärkte, Finanzmärkte etc., Leute anfangen neu zu denken, und dieses neue Denken könnte sie dazu führen, es ist einfach ein Verdacht, eine Vermutung und nicht mehr als Hoffnung, sondern es bestärkt sich auch in vielen Gesprächen, die ich habe, dass Menschen sagen, wenn ich mich an etwas beteiligen kann, wenn ich etwas Positives geben kann, warum ist Crowdfunding im Moment so, geht es so durch die Decke? Es ist eigentlich nichts anderes als eine Art Crowdfunding für den Berliner Nährboden zu schaffen. Und ich glaube sogar, dass es intelligent wäre zu sagen, dass diese City Tax für the Arts and Ideas prozentual, aber vielleicht nach oben offen. Vielleicht kann jemand mehr geben und will sogar mehr geben. Ich runde auf. Ja, ich runde auf, genau, so etwas. Und City Tax for the Arts finde ich toll. Ich weiß nicht, wer sich den Titel der Veranstaltung ausgedacht hat, das gleich mit zu formulieren. Kulturförderabgabe hört sich nicht so sexy an. Also gut, ich würde noch ergänzen, City Tax for the Arts and Ideas vielleicht, weil es könnte ein Investmentfonds in das neue Berlin werden. Und Frau Aue, Sie sind Teil dieses Investmentfonds. Ich sage Ihnen auch warum. Ihr Haus, Ihr Turm, Ihr Fernsehturm, der ist eigentlich das Symbol für das neue Berlin. Sie haben es vorhin selber gesagt. Ich nehme an, dass Sie keine Einnahmen dafür bekommen, dass wir alle mit T-Shirts rumlaufen und so. Der Fernsehturm, das habe ich heute erfahren, gehört der Telekom. Also das Gebäude gehört der Deutschen Telekom. Das wusste ich bis heute nicht. Sie nutzen es, Sie betreiben es, aber es ist doch aufregend, dass dieses Symbol, dieser Leuchtturm, das ist auch eine Form der Teilgabe, dass Sie dafür kein Copyright erheben. Wahrscheinlich können Sie es juristisch auch nicht, aber das ist sozusagen ein Beitrag, ein positiver Beitrag. Die Verteilungsrunde, also wie viel von der City Tax zur Kultur und dann noch zur freien Szene kommen sollte, wollte ich noch mit ein paar Zahlen einleiten. Also zum einen gibt es diese Untersuchung, dass 5 von 7 Gründen von Touristen Berlin zu besuchen Kulturgründe sind. Es gibt ein Verhältnis von
freier Szene, und damit meine ich jetzt auch bildende Kunst, U-Musik, E-Musik, zum Gesamtkulturhaushalt von 2,5%. Also das sind 9 Millionen ungefähr aus mehr oder weniger zwei Haushaltstiteln zu 363 Millionen. Wenn man in die Geschäftsberichte von Daimler-Benz schaut, dann ist da Forschung und Entwicklung mit 5,3%, also mehr als das Doppelte. Und wenn man jetzt freie Szene und dann nicht nur die freie darstellende Szene, sondern eben doch bildende Kunst, Musik mit einbezieht, als die Entwicklungsbuden der Projekte, die in 10 Jahren führend sind, betrachtet, dann müsste man relativ viel tun, um zumindest die von Firmen wie Daimler-Benz vorgegebenen 5,3% zu erreichen. Vor diesem Hintergrund, ich frage einfach von hier rum, fange bei Ihnen an, wie viele Anteile von der Citytex sollten bei der Kultur und wie viele davon sollten bei der freien Szene landen? Frau Bangert ist die Erste. Na, das ist jetzt eine Frage, also die kann man ja so nicht beantworten jetzt. Also wir müssen erstmal sehen, wie viele Einnahmen wir generieren. Ich habe vorhin schon gesagt, dass 74% der Berlin-Besucherinnen sagen, sie kommen wegen Kunst und Kultur, 81 kommen wegen der Sehenswürdigkeiten und 79% wegen der Geschichte. Da sind Mehrfachnennungen auch möglich, aber wie gesagt, da ist mit 74% Kunst und Kultur mit drin. Anhand dieser Zahlen ist für mich klar, dass Kunst und Kultur für Berlin eine der Hauptattraktionen ist, weshalb die Leute kommen. Und das muss natürlich dementsprechend dann auch Berücksichtigung finden. So, und dann muss ich schauen, wie ist die Kultur ausfinanziert, wo haben wir chronisch unterfinanzierte Bereiche, und aufgrund dessen würde ich die Verteilung vornehmen. Und beim chronisch unterfinanzierten Bereich fällt mir einfach die freie Szene ein. Sorry, ist so. Und die ist auch nicht adäquat finanziell ausgestattet. Und ich denke, die Citytex ist ja wirklich ein zusätzliches Geld, das Berlin generiert. Das ist eine zusätzliche Einnahme. Und das ist im Grunde genommen Geld, das wir dann frei einsetzen können, um die Attraktion Berlins zu steigern. Und deshalb finde ich, also ist eine politische Entscheidung, und für mich ist es wirklich klar, dass ein Großteil wirklich auch im kulturellen Bereich landen muss. Köln hat auch kulturelle Bildung, gehört für mich auch dazu. Muss man einfach gucken, wie man das vernünftig verteilt, wie man bestimmte Sachen fördern kann. Und wobei ich allerdings Anschubfinanzierung finde ich ein bisschen problematisch. Also ich denke, wir müssen auch gucken, dass wir bestimmte Sachen auch in eine Regelmäßigkeit bekommen und eine Kontinuität, auch eine Planbarkeit für die Leute haben, dass man bestimmte Bereiche auch dauerhaft ausfinanziert. Jochen, wie viel von der Citytex? Ach genau, und nun, Staatssekretär Schmitz hat im letzten Kulturausschuss am Montag, ja, jetzt bin ich mal schneller gewesen als du, hat im Kulturausschuss am vergangenen Montag zur Citytex gesagt, dass er 50% in der Kultur sehen will. Und das fand ich schon mal einen guten Aufschlag so. Und wir hätten natürlich gern immer mehr so. Und ich denke, da muss man sich dann einfach treffen bei Verhandlungen. Jochen, deine Position, die Position auch der Koalition der Freien Szene, falls das die gleiche ist? Also ich war auch am Montag im Kulturausschuss, ich bin eigentlich wegen Liegenschaftspolitik hingekommen, wurde schwer enttäuscht, weil es wurde auf Ende Oktober vertagt, aber immerhin bin ich rausgekommen mit einem Lächeln, weil tatsächlich André Schmidt sich an der Stelle deutlicher, als ich das vielleicht von ihm erwartet hätte, positioniert hat. Das ist schon mal viel wert. Er hat nicht gesagt 50% für die freie Szene. Das ist für die Kultur. Und ich denke, also ich sage mal so, ich habe es gerade schon gesagt, ich wünsche mir diese Citytex als eine Citytex for the Arts and Ideas. Und ich könnte gut damit leben, dass 50% in die Kultur geht und 50% in die Innovationstreiber der Stadt. Da hätte ich auch kein Problem, wenn ein Teil der Wirtschafts- und Tourismusförderung daraus finanziert wird. Ich halte es für vollkommen fatal, wenn da Erwartungen da sind, zum Beispiel Tarifsteigerungen an Opernhäusern damit zu finanzieren. Das fände ich falsch. Das muss aus anderen Bereichen kommen. Ich halte es allerdings auch für möglich,
wirklich, dass Berlin sogar mehr tun kann, weil sich, das ist wirklich eine Zahl, die man sich auf der Zunge zergehen muss. Die Umsatzsteigerung im Tourismus ist fast eine Verdopplung. Wir reden hier über 5 Milliarden mehr Umsatz. Wie viel dann durch Steuern beim Land landen, das ist nochmal interessant zu erheben. Ich wünsche mir eigentlich ein Matching Fund, so nach dem Motto, wir nehmen 20 Millionen ein bei der Citytax und das Land matcht es nochmal mit weiteren 20 und gibt es einen großen Innovationstopf für das neue Berlin, so könnte man den nennen, und daraus wird dann wirklich die Sache ganz toll nach vorne geschoben. Das wäre sozusagen die Wunschvorstellung. Die freie Szene hat mal eine Bedarfsermittlung gemacht, was sie eigentlich braucht, so nach dem Motto haben und brauchen, was haben wir, was brauchen wir. Da sind wir auf 20 Millionen gekommen an Mehrbedarf. Diese 20 Millionen haben wir selber als relativ utopisch eingeschätzt, dass es sofort kommt. Rausgekommen ist ja eine relativ erkleckliche Summe, also eine kleinere Summe, viel deutlich jetzt im letzten Haushalt. Allerdings glaube ich, dass mindestens von diesen 20 Millionen Mehrbedarf die Hälfte sein sollte. Also meine Idee mit dem Matching Fund würde die Citytax-Einnahme verdoppeln. Ich finde es nach wie vor eine interessante Forderung. Hälfte für die Kultur, ganz klar, aber die andere Hälfte bitte nicht nur in das City-Marketing stecken, sondern Innovationsförderung. Unter dem Begriff Arts and Ideas würde ich sagen, alles, was Berlin weiterbringt, mit innovativen Ideen zu fördern, Wettbewerbe für den kreativsten Verwaltungsbeamten auszuschreiben oder all diese verrückten Dinge, da gibt es unglaublich viele tolle Ideen, wie man sozusagen Butter bei die Fische und eigentlich Reiz, also im Grunde Katalysatoren zu entwickeln, die Berlin noch spannender machen. Auch ganz viele Dinge, die eben kein Geld kosten, sondern die befördert werden. Ja. Nochmal ein Nachtrag, weil Jochen gerade die Zahl nicht parat hatte. Wir hatten ein Umsatzsteueraufkommen im Bereich Tourismus von 1,2 Milliarden in 2011. Also das ist mehr, schon Mehreinnahmen oder? Nee, ein Umsatzsteueraufkommen. Mhm. Mehreinnahmen, sondern Umsatzsteueraufkommen. Das heißt, ja, dann muss es, dann müssen 10,3 Milliarden. Ja gut, das bedeutet aber, wenn davor die Hälfte war, 2004, dass das Land Berlin, und diese Zahl ist interessant, 600 Millionen mehr eingenommen hat. Das setzt unsere Diskussion durch die Tourismussteigerung. 600 Millionen Euro Mehreinnahmen in die Landeskasse. Also das ist wirklich sehr viel Geld. Und da sozusagen, was Herr Goyni gesagt hat, dass die Steigerung des Kulturetats um 2%, also ich denke, das ist nicht verhältnismäßig. Da hätte man mehr machen können oder mehr machen müssen. Also man könnte eigentlich diesen Treiber, über den wir die ganze Zeit diskutieren, eigentlich noch aus ganz anderen Töpfen mitfinanzieren. Deswegen sage ich ja auch, bitte matchen, bitte Citytax verdoppeln. Weil wenn ich jetzt Tourist bin und ich komme und ich weiß, dass diese 2 Euro noch verdoppelt werden, da finde ich es doch noch interessanter, die 2 Euro zu geben, oder? Sie kommen dann nachher ran. Ja, es fällt mir einfach leichter. Herr Verreiken, was... Also ich bin, wohin soll die Citytax gehen? Was soll nicht mit ihr bestritten werden? Und was halten Sie von dem Matching-Fonds? Ja. Also ich bin insofern wirklich begeistert, was so die Kreativität der Ideen in dem Fall auch betrifft. Also Berlin als kreative Stadt merkt man hier auf jeden Fall in so vielen Seelen sofort. Also es gibt eine ganze Menge Sachen, die ich auf jeden Fall auch mitnehmen möchte in dem Zusammenhang. Frau Bangert hat natürlich nicht ganz unrecht. Ich sagte es ja vorhin auch. Solange wir nicht hundertprozentig wissen, was bei rauskommt, ist natürlich schwierig jetzt zu sagen, so und so viele Millionen für den Bereich, so und so viele Millionen für den Bereich. Und am Ende heißt es April, wir haben uns leider ein bisschen verschätzt. Das wäre ungünstig, sage ich jetzt mal. Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, auf das, was Jochen Sandig auch gerade gesagt hat, dass das Geld wirklich dafür eingesetzt werden sollte. Das haben Sie auch sehr schön gesagt, Berlin spannender zu machen, im weitesten Sinne. Und da ist eben tatsächlich Kunst und Kultur einer der wichtigsten Bereiche. Da würde ich meinem Staatssekretär überhaupt nicht widersprechen wollen. Dazu gehören aber eben auch andere Bereiche, die mir eben auch einfallen, die jetzt auch extrem notleidend sind und wo wir eben auch überlegen müssen, wie wir das wieder spannender machen müssen. Das ist der Kreativbereich, der gerade genannt worden ist. Das sind aber auch ganz profane Geschichten, wie eben die Frage, wie sieht es in unserer Stadt sozusagen mit unseren Grünanlagen aus? Gibt es die Möglichkeit, da an der einen oder anderen Stelle einen schönen Platz auch zu schaffen, Aufenthaltsmöglichkeiten und so weiter und so fort? Also da, denke ich, ist, glaube ich, die Diskussion erst eröffnet und deswegen vielleicht auch der heutige Abend ganz sinnvoll, diese Dinge auch mitzunehmen. Frau Aue, wenn sie denn kommt, falls sie denn kommt, wofür sollte das Geld verwandt werden und wie sinnvoll wäre diese Matching-Idee? Also
würden Sie und Ihre Kollegen, wenn eben Berlin da nochmal die gleiche Summe draufpackt für innovative Projekte, würden Sie da leichter Ja sagen können? Sag mal ganz ehrlich, ich bin bei der Vielzahl der Ideen, die sich entwickeln, und ich wüsste gerne, wo wir in 2 Stunden bei Ideen sind und mit welchen Steuern wir dann noch kommen. Ökosteuer fand ich jetzt gerade ganz witzig. Also ich bin da gespannt, wie kreativ wir noch sind im Hinblick auf, welche Steuern können wir noch entwickeln und wofür können wir sie überall verwenden. Und was können wir kreieren? Also genau, was können wir alles kreieren? Ich meine, das ist nämlich genau die Angst, die wir auch hatten, wenn man eben in diese Diskussion einsteigt. Das Positive ist, natürlich, man hat noch offene Diskussion, man kann diskutieren, worum geht es, was soll passieren. Auf der anderen Seite macht man natürlich auch die Möglichkeit auf. Ne? Also deswegen muss ich bei der Ökosteuer muss ich so grinsen sagen, ja okay, das kommt als nächstes und was kommt dann? Also man macht natürlich auch dann diese Linie auf und insofern habe ich, sage ich mal ganz ehrlich, würde ich mal noch so 2-3 Stunden warten, wie viele Ideen noch kommen und welche Steuermodelle noch so kommen und dann diskutieren wir über eine Verwendung. Im Moment positioniere ich mich dazu gar nicht, weil mir das von der jetzigen Lage einfach so ist, dass ich sage, dazu kann ich mich nicht äußern, das ist mir zu unkonkret. Mhm. Herr Goyen, wir hätten gerade eine kreative Runde. Jetzt habe ich Zeit, bis 1 Uhr. Ja. Super. Bestimmt. Ein wesentlicher Aspekt war, freie Szene eben als Innovationsfaktor zu begreifen, die im Vergleich unterrepräsentiert ist, was Förderung und Unterstützung angeht. Also wir haben 2,5% vom Kulturetat geht in die freie Szene. Wenn wir auf Unternehmen wie Daimler-Benz gucken, da hat die Forschungs- und Entwicklungsabteilung 5,3%. Da wäre es eventuell sinnvoll, die Citytex dann wirklich auch zu großen Teilen für die freie Szene zu verwenden. Wäre die Frage, wie sehr kann man sich damit festlegen, wie sehr sollte man sich festlegen, welche Anteile zur Kultur gehen sollen, auch weil eben 5 von 7 Gründen, warum Besucher nach Berlin kommen, Kulturgründe sind. Jochen Sandig hatte noch eine prima Idee, dass man eben den gesamten Kreativbereich stärkt, indem man einen Matching-Fonds einrichtet, also wo zur Citytex das Land Berlin die gleiche Summe drauf gibt, sodass man dann einen viel größeren Spielraum hat. Finanziert durch die Mehreinnahmen, durch die Tourismus, ne? Ja. 600 Millionen. Jetzt ja schon mehr für die wunderbare Geldvermehrung. Ja, natürlich. Ich wollte nur kurz auf den Stand bringen, und aber die entscheidende Frage ist, wo soll das Geld hingehen, wo soll das Geld der Citytex möglichst nicht hingehen, weil es kontraproduktiv ist, und was halten Sie von der Matching-Fonds-Idee? Also das ist ja immer für die Haushälter in allen Fraktionen vermintes Gelände, wenn wir sagen, wo es hingehen soll, weil natürlich die Fachpolitiker dann kommen und sagen, also liebe Kollegen, das lasst mal unsere Aufgabe sein. Wir gucken natürlich am Ende, dass die Einnahmen stimmen, dass die Ausgaben im Lot sind. So, und versuchen natürlich, weil wir diese inhaltlichen Potenziale ja auch sehen, zu gucken, dass eben genau diese Stärken der Stadt auch ausgebaut werden. Deswegen haben wir hier, glaube ich, einen Konsens. So, jetzt aber zu sagen, im Kulturetat, wo möchte ich jetzt mehr Geld ausgeben? Das muss man natürlich dann sinnvollerweise auch mit den Kulturpolitikern diskutieren, weil wir haben das jetzt auch in den Haushaltsberatungen ja erlebt, dass wenn wir Haushälter Kulturpolitik machen, wir ganz viele Beschwerden bekommen, dass wir die falschen Schwerpunkte setzen. Und zwar egal, wem sie gerade Geld geben, die nichts bekommen haben, die schimpfen dann mit einem. Und deswegen, es wird auch aus anderen Gründen geschimpft, aber das ist eine andere Debatte. Ja, es gibt auch noch andere Gründe, natürlich, klar. Also ich wollte jetzt nicht abschließend aufzählen, aber das ist schon in der Summe relativ schwierig, und deswegen wäre es dann gut, wenn wir diesen Gesetzentwurf auf den Tisch haben, dann können Sie eine Fortsetzungsveranstaltung machen, wo wir dann die Details diskutieren, und eine weitere, wo Sie mit den Kulturpolitikern gerne diskutieren, wie es dann ausgegeben werden soll, was dann am Ende für die Kultur an mehr Ausgaben sozusagen zur Verfügung steht. Mit diesem Matching-Fonds, ich mal sagen, wir geben etwas über 600 Millionen Euro als Land Berlin für Kultur jetzt aus, und
wenn wir 600 Millionen durch die Tourismusabgabe einnehmen, dann 633 noch was Millionen. Naja, alles in allem. Wir haben ja nun schon, muss man ja an der Stelle auch mal sagen, Akzente gesetzt. Wie kommen Sie auf 600? Wir sind 300 noch mal was. Also 600? Ich habe jetzt den Bundesanteil. Ja, 300. Bund in Berlin. Genau, ja, klar. 300 noch was. Ja. Aber wenn wir 300 Millionen City-Tax hätten, wäre das auch schon spannend. Nein, aber im Ernst, wir geben ja auch aus der Wirtschaftsförderung, im Bereich Kreativwirtschaft noch Geld dazu. Das ist ja da noch nicht mit eingerechnet. Und wir haben ja auch politische Akzente gesetzt, zum Beispiel in die Förderung der Musikwirtschaft in dieser Stadt, die ja auch einen wesentlichen Teil... Meinst du Music Board? Music Board. Sollte erst 10 Millionen sein, es wurde jetzt 1 Million, aber egal. Von 10 Millionen war nie die Rede. Na. Also, jedenfalls nicht in den Koalitionsfraktionen. Das war Ihre Wunschvorstellung? Nein, das war eine Diskussion, die aus der BMC kam. Ne? Die hatten das mal diskutiert. Und natürlich, wir hatten uns ja schon der Kritik der Opposition ausgesetzt gesehen, warum wir überhaupt 1 Million einstellen, wenn wir gar nicht wissen, was wir damit machen wollen. Genau, das war das ist doch ein Punkt. Das Music Board so. Nein, genau, ich will ja nur sagen, also wenn jetzt die einen kritisieren, warum stellt er 1 Million ein und die anderen sagen, warum nur 1 Million nicht? Also will man sagen, das ist ja ein Prozess, der das Wert Glas ist halb voll. Zeigt aber natürlich auch, dass die Koalitionsfraktionen an dieser Stelle Schwerpunkte setzen wollen, genau in diese Teile der Stadt, die eben spannend sind, von Innovation und Wirtschaft und Forschungsförderung wollen wir an der Stelle mal gar nicht reden, aber ich glaube, das haben wir erkannt. Weil wir jetzt Gäste bei der freien Szene sind, in dem Teil der Kreativbranche, welche Bedeutung hätte der dann für Sie? Die Kreativbranche? Nee, die freie Szene. Anteilig von den Einnahmen. Ja, da versuchen Sie mich wieder aufs Glatteis zu führen, was ich eingangs schon sagte. Also das diskutieren Sie mal sich nicht festlegen. Ich persönlich kann Ihnen sagen, ich hab da eine sehr hohe Wertschätzung, glaube auch, dass das ein Stück weit auch der Motor der kulturellen Entwicklung, gerade was neue und dynamische Entwicklung anbetrifft, dieser Stadt ist. Also von daher kann ich mir Berlin ohne diese nicht vorstellen. Aber wie sich das jetzt im Haushalt auswirkt, das ist natürlich eine Sache, wenn ich jetzt sage, so und so viele Billionen dafür rein, dann kommen mir die Nächsten und sagen, ja, aber dann haben wir doch hier noch diesen Bereich, der kriegt gar nichts und diesen Bereich nichts. Und deswegen möchte ich mich auf so eine Festlegung jetzt nicht einlassen. Ich muss jetzt mal eine Lanze für Herrn Goyni brechen, weil Herr Goyni ist wirklich einer im Haushalt, ein Haushälter, der die Kultur auch im Blick hat. Das haben leider nicht alle von den Haushälterinnen und Haushältern. Und er gehört aber zu denjenigen, die wirklich die Fachpolitik auch mit einbeziehen. Das haben wir nicht immer. Wenn Sie sich dass Sie hier sitzen. Also würden Sie sich zutrauen, Herrn Nussbaum zu verführen zu den Argumenten, die wir heute... zu den Argumenten, die wir heute diskutieren. Weil er ist ja eigentlich Kulturunternehmer, er hat mir aber erzählt, dass er in Bremen zum Beispiel die Bremer Kammerphilharmonie als super Projekt sieht, weil das einfach mit sehr wenig Geld sehr viel leistet. Und ich möchte gerne noch was zur freien Szene sagen, weil ich komme aus der freien Szene und fühle mich deswegen so verbunden. Das Problem, was wir hier haben, ist, dass hier Menschen wirklich nicht nur auf wackeligen Beinen stehen, sondern eigentlich nur noch laufen können, weil sie irgendwie für ihre Ideale leben. Und das ist ein System, was sich so nicht fortsetzen lässt. Das ist eben ganz wichtig. Also einfach zu erkennen, dass wir auf sehr brüchigem Eis uns hier bewegen. Und ich habe öfters in Diskussion mit Klaus Wowereit, der sagt, die sind doch alle freiwillig da, die machen das doch alle gerne umsonst. Das stimmt einfach nicht. Das ist einfach nicht richtig. Es ist keine sprudelnde Quelle, die weiterhin vor sich hin sprudeln wird. Die Menschen werden älter, sie bekommen Kinder, sie haben andere Mieten, andere Kosten etc. pp. Und wir reden hier über bildende Künstler, über Musiker, wir reden über Theaterleute, über alle künstlerischen Bereiche dieser Stadt. Es ist eben so, dass die 95% aller künstlerisch Aktiven sind frei beschäftigt. Nur 5% sind in Festanstellung. Und es ist genau andersrum, wie sie finanziert werden. Das ist eine Absurdität, dass sozusagen diejenigen, die größten Leistungsträger der Branche, am allerwenigsten vom Kuchen abbekommen. Und deswegen sagen wir auch, wir wollen keine Krümel mehr haben, wir wollen einen Teil dieses Kuchens haben, weil Berlin wirbt mit uns, mit dieser Szene und soll bitte auch etwas zurückgeben. Das ist eben auch eine Aufforderung an die Stadt. Deswegen setze ich mich so vehement ein und sage, 10 Millionen reichen uns einfach nicht. Also es ist zu wenig und wir wollen und wir brauchen mehr und wir sagen nicht, weil wir uns, das ist keine Wunschliste an den Weihnachtsmann, Frau Aue. Es ist eine existenzielle Frage. Ja, nee, weil Sie jetzt sagen, wir erfinden ständig neue Einnahmequellen und tolle Ideen. Es ist wirklich eine Existenzfrage und darum geht's. Also das haben wir...
dass gerade in diesem Bereich ein hohes Maß auch an Selbstausbeutung da ist, das ist wirklich erkennbar und das ist auch kein guter Zustand. Und natürlich muss es Aufgabe von Politik sein, daran was zu ändern. Ja, das ist ein Punkt, das denke ich mal, das kann ich auch voll unterstreichen. Davon kann sich aber noch keiner was kaufen und davon wird auch noch keiner besser bezahlt, wenn man das hier feststellt. Nur es ist das eine, an so einem Tisch sowas festzustellen und dann aber tagtäglich mit der Finanzlage des Landes Berlins fertig zu werden und zu gucken, es ist ja nicht nur der Punkt. Ja, es gibt ja auch im sozialen Bereich viele Menschen, die Großes leisten und die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und wo es auch genügend Probleme gibt oder in der Bildung oder in der Betreuung von sagen wir mal, Menschen, die hier aus Flüchtlingen herkommen oder von eben auch Leuten, die in Wissenschaft und Forschung investieren wollen und auch sagen, warum unterstützt ihr uns nicht? Wir schaffen ja Arbeitsplätze in dieser Stadt. Also jeder kann, glaube ich, gute Argumente ins Feld führen und da muss man dann vielleicht an der Stelle auch mal auch eine Lanze für den Finanzsenator brechen, der natürlich mit all diesen Forderungen und Bedarfen konfrontiert wird und natürlich nicht der Kultursenator ist. Dann sagt, am Ende wird er doch dafür verantwortlich gemacht, ob der Haushalt stimmt, ob die Zahlen stimmen und ob das alles so aufgeht, wie er es dem Parlament präsentiert und wie wir es dann nach Beratungen mehr oder weniger kritisch dann auch beschließen. Und deswegen ist das natürlich ein ganz diffiziler Prozess, den wir uns hier ausgesetzt sehen. Aber die Situation, wie sie beschrieben wurde hier, dass das wirtschaftlich teilweise unerträglich ist für viele Künstler und Kulturschaffende, unter welchen Bedingungen sie hier leben und arbeiten müssen, dass wir das sehen, das ist in der Tat so. Ich würde jetzt noch das Wort an Herrn Verreiken geben und dann die Runde aufmachen. Ich glaube ganz ernsthaft, dass da wirklich auch ein gewisser Umdenkensprozess jetzt mal stattgefunden hat, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Genau das, was jetzt Herr Gorni, Frau Bangert gesagt haben oder auch Herr Sandig jetzt gerade, dass einfach die Kenntnisnahme, dass es eben, sage ich jetzt mal, eine freie Szene gibt, die eben absolut lebendig ist und die eben tatsächlich, wie Sie jetzt zu Recht gesagt haben, 95% letztendlich der hier lebenden Künstlerinnen und Künstler ausmacht, ist, glaube ich, den meisten nicht bewusst gewesen. Mir einschließlich in dem Fall. Ich bin auch neuer im Parlament, bin sozusagen auch die ganze Zeit mit dabei, am Lernen gewesen jetzt die erste Zeit. Und da muss ich auch sagen, in dem Fall Kompliment an Herrn Mustorf, mit dem ich in der Zeit auch viel Kontakt hatte, der mir da, glaube ich, auch die Augen geöffnet hat in verschiedenen Dingen, sodass wir es dann auch hingekriegt haben, in der Koalition dementsprechend den Kulturbereich für die freie Szene, auch wenn das jetzt nur Krümel sind, höchstwahrscheinlich aus Ihrer Sicht, immerhin nochmal um 460.000 Euro zu erhöhen. 1 Million war eingefordert, 460 sind es geworden, was an sich jetzt kein schlechter Schnitt ist bei den Anfragen, die wir sonst so bekommen. Aber ich glaube, da ist wirklich ein Umdenkensprozess da. Das betrifft aber auch, da sollten wir in der Tat noch eine dritte oder vierte extra Veranstaltung zu machen, die ganze Frage der sozialen Absicherung der Künstlerinnen und Künstler. Ich habe selber eben auch eine ganze Menge Freundinnen, die in dem Bereich aktiv sind und wo ich das eben auch tagtäglich erlebe, die Frage eben, sich von einem Engagement zum nächsten zu hangeln, die Frage, wie man sich dann tatsächlich dann monatelang über Hartz IV oder ähnliche Dinge eben zusätzlich in Anführungszeichen auf Minimum absichern muss. Also das ist wirklich ein weites Feld und ich glaube in der Politik, ich glaube, da kann ich auch für meine Kollegen sprechen, ist das, glaube ich, was, wo jetzt sozusagen der erste Aufschlag angekommen ist, nach dem Motto, hoppla, da ist was, es hat sich was verändert in den letzten 20, 30 Jahren und es kann eben nicht sein, dass wir eben nur, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, die etablierte Kunstszene ausschließlich fördern und für dieses Theater sozusagen nochmal 500.000 Euro und für dieses Theater 500.000 Euro drauflegen, die seit 20, 30 Jahren am Start sind, sondern eben wirklich auch die freie Szene umso mehr in den Blick nehmen, auch in den nächsten Haushaltsberatungen, die ab Sommer nächsten Jahres anfangen. Insofern vielleicht auch da vielleicht nochmal ein punktueller Hinweis, vielleicht im Vorfeld noch mal eine Veranstaltung dazu zu machen. Gut. Ja, ich habe schon die ersten Wortmeldungen gesehen. Ich komme einfach mit dem Mikro. Ja, gut. Meine Meldung war jetzt sozusagen noch, während Sie reden, richtet sich an Herrn Gorni, weil ich mich tatsächlich etwas darüber geärgert habe, dass die Kulturschaffenden von Berlin sozusagen in den gleichen defizitären Budgethaushalt, wie jetzt vielleicht die sozialen Arbeiter gesetzt werden oder gestellt worden sind. Also weil das eine, ich finde die Sozialarbeit wichtig und ist bestimmt ein großer Faktor, wirtschaftlicher Faktor, also oder auch ein wichtiger Faktor für eine Stadt. Nur bei der Kultur und auch bei der freien Szene ist halt der Unterschied der, dass der, wie auch Frau Sabine Bangert gesagt hat, der Anteil der Touristen, die in die Stadt kommen, 70% beträgt,
die Kultur besuchen. Das heißt, der wirtschaftliche Aufschwung von Berlin hat essentiell mit der Kulturszene zu tun. Und diese Kulturszene ist nicht defizitär oder in irgendeiner Form, sagen wir mal, abhängig davon, dass sie unterstützt wird. Sie möchte einfach nur einen Anteil haben an dem Einkommen, das sie für die Stadt generiert hat. Also dass überhaupt diese ganzen neue Kreativwirtschaft sich in Berlin angesiedelt hat, hat damit zu tun, dass es hier eben diese freie Szene gab. Und diese freie Szene wird jetzt aus der Stadt raus verdrängt, weil die Mieten steigen, weil es wirtschaftlich der Stadt besser geht. Das ist ein bisschen das, was mich jetzt gerade daran so aufgebaut hat, dass ich mich gleich als Erste gemeldet habe. Darf ich da gleich zu antworten? Ja, also ich bitte um Entschuldigung, dass ich Ihnen hier so den Rücken zudrehe, aber das ist durch die Sitzordnung bedingt. Ja, also insofern keine Unhöflichkeit meinerseits. Ich habe das auch nur gesagt vorhin, um zu sagen, wir können ja die Euros, die wir im Haushalt haben, nur einmal ausgeben. Und ich habe das jetzt gar nicht politisch gewertet. Das ist immer das Problem, wenn Sie Haushälter einladen, dass die natürlich auch dann so argumentieren. Wir müssen natürlich die anderen Bedarfe in dieser Stadt auch bezahlen. Das jetzt war ja jetzt keine Abwertung oder Geringschätzung dessen, was Kultur für diese Stadt leistet. Ich habe mir versucht, das auch deutlich zu machen in meinen Ausführungen. Aber natürlich stehen wir den anderen Dingen, die wir bezahlen müssen, einfach ja auch gegenüber und müssen am Ende sagen, dass das muss finanziert sein. So, und das ist ja nur der Punkt, den ich nochmal klarstellen wollte. Das ist überhaupt keine Geringschätzung der Bedeutung von Kultur und Kreativwirtschaft für diese Stadt, sondern einfach nur dem Umstand geschuldet, dass am Ende wir ja gucken müssen, dass das auch halbwegs finanziert ist. Und es gibt genügend Leute, wie gesagt, die an anderer Stelle auch das Klagelied führen und auch übrigens nicht ganz zu Unrecht, dass wir Defizite auch in anderen Bereichen dieser Stadt haben. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, dagegen hatte ich mich ja vorhin verwahrt. Ich sage nur, am Ende können wir den Euro nur einmal ausgeben und in der Schwierigkeit sind wir halt. Nein, und Sie haben auch völlig recht, weil es gibt für die Kreativwirtschaft gibt es einen Fonds irgendwie, es gibt Wirtschaftsfördermittel etc. Und das war auch der Punkt, Herr Gorni, also es darf auch nicht sein, dass im Grunde genommen dann gesagt wird, ja, es gibt andere, denen geht es noch viel schlechter oder irgendwie so, da fehlt auch das Geld, sondern es geht wirklich. Bei der City Tax geht es darum, das Geld an die zurückzugeben, die im Grunde genommen die Attraktion für Berlin ausmachen. Und das ist für mich eine Gerechtigkeitsfrage, inwieweit wir hier auch, wie wir dann die Mittel, die wir durch die City Tax einnehmen, auch verteilen. Wir machen einfach so rum weiter und. Mich interessiert, ob der Bereich der Ferienwohnungen in diese Überlegung mit einbezogen worden ist. Denn wir wissen ja, dass in den letzten Jahren ein erheblicher Teil an privatem Lebensraum, Wohnraum verloren gegangen ist. Dort wird ganz, ganz viel Geld umgesetzt. Da wird ganz, ganz viel Schwarzgeld umgesetzt. Ja. Und ich glaube, es wäre auch ein Steuerungsmittel, um herauszufinden, wie viele Privatwohnungen sind eigentlich illegal vermietet werden. Wo wird Steuergeld hinterzogen? Wie viele Wohnungen sind eigentlich auf diesem Markt vorhanden? Und wo geht der Trend überhaupt hin? Denn wir erleben ja, dass immer mehr Leute an die Peripherie ziehen müssen, weil privater Wohnraum zweckentfremdet wird. Das ist das eine. Und das andere möchte ich dann doch gerne mal sagen, man kann als Künstler auch weggehen von Berlin. Wenn es jetzt Städte gibt, die mit einer City Tax ein höheres Angebot machen an die freie Szene, gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir gehen. Man muss nicht in Berlin bleiben und ich höre immer mehr Leute, die sagen, hier kann ich nicht mehr leben auf Dauer, die Mieten sind am Steigen, ich kann hier nicht mal das verdienen, was ich zum Lebensunterhalt brauche. Wenn es Köln zum Beispiel beschließen würde, als Beispiel, wir setzen den Bereich für die freie Szene so immens hoch, kann es sein, dass die einen oder anderen Leute als Ensemble, als freie Theaterschaffende einfach auch weggehen. Wir sind ja nicht gezwungen, hier zu bleiben. Und wenn die Stadt sich nicht bewegt, dann gehen wir. Ich glaube, der erste Teil war ein Aufschlag für Frau Auer. Also weil dieser Ferienwohnungsmarkt ist ja wirklich ein Problem und die City Tax könnte ja durchaus ein Instrument sein, zu sehen, wie groß dieser Markt ist und dafür fairere Bedingungen zu sorgen. Es ist ja schwierig, also das Problem ist richtig geschildert, nur es ist natürlich schwer zu erfassen. Ja, das Problem haben wir ja jetzt schon ohne City Tax und auch mit City Tax. Ich meine, bei den Hoteliers ist es ja so, das sind ja
ordentliche Kaufleute. Also ich meine, die zu erfassen und dann sozusagen als Steuerpflichtige zu benennen, ist ja kein Problem. Aber jemand, der eine Wohnung in dieser Stadt hat, das muss man ja auch mit einem vertretbaren bürokratischen Aufwand organisiert bekommen. Wenn uns das gelingt, und das ist eine Frage der Ausgestaltung, bin ich sehr gerne dabei, weil ich glaube, die müssen wir dann, also wir wollen das ja in dem Umfang auch gar nicht, weil das ja auch sozialpolitisch eine schwierige Situation ist, die wir hier vorfinden an der Stelle. Aber das Geld von denen einzutreiben, wird wahrscheinlich nicht einfach. Das ist ganz einfach. Man muss nur die Webseiten anschauen. Da braucht man gar keine. Das ist ganz einfach. Man muss einfach nur wollen, dass man da. Also, es ist ja. Aufwand eines Ertrages. Ne? Ja. Wenn ich sage, ich nehme 2 Euro pro Nacht, ist dann ist trotzdem noch ein Ertrag, wenn ich jetzt da jemanden hinsetze, der die Webseiten surft. Ne? So, also, klar. Aber diese Wohnungen werden im Internet alle angeboten. Ja, das ist ganz einfach. Das, ja, klar. Aber es ist einfach Zimmervermietung muss es der Fremdenverkehrsbehörde mitteilen. Genau. Wenn dann jeder, das geht schon seit 1950 so, jeder muss eine Kurtaxe abführen. Ich bin als Kind auch muss er erfassen und man muss er heranziehen und dann, genau. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ja auch, dass Berlin partizipiert oder überhaupt, das ist ja ein illegales Geschäft, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und es schadet letztlich der Hotelbranche, weil es führt zu Einnahmeverlusten in der Hotellerie. Nicht nur der Hotelbranche, sondern auch allen Anwohnern. Und es schadet dem Wohnungsmarkt, also es treibt eigentlich Wohnungsmieten nach oben. Also, darf ich nur, ich wollte gerne einen Punkt zu dem sozialen Aspekt sagen. Ich glaube, die Künstler haben unglaublich interessante Ideen zur Lösung auch anderer Probleme dieser Stadt. Also, da ich mich Teil dieser Kunstwelt fühle, sage ich mal einen Vorschlag für das soziale Problem dieser Stadt. Ich glaube, Berlin war viel zu lange eine geteilte Stadt und es musste das Ziel sein, Berlin zu einer teilenden Stadt zu machen. Man kann ganz viel teilen. Man kann Zeit teilen, man kann Wissen teilen, man kann Raum teilen, man kann auch Geld teilen. Also das wäre sozusagen eine Art Aufforderung an die Berliner Bürger, sich als Bürgergesellschaft nicht nur zu sagen, der Bürgermeister löst alle Probleme, sondern die Meisterbürger lösen mal die Probleme. Und wenn Dinge nicht funktionieren, dann funktionieren sie nicht deswegen nicht, weil der Bürgermeister alles falsch macht, dann hat man nämlich den Buhmann, sondern weil wir aufgehört haben zu glauben, dass wir uns einbringen müssen, dass wir partizipieren müssen und nicht nur die Verantwortung abgeben und sagen, wir machen unser Kreuz irgendwo bei irgendeiner Partei, die das dann vielleicht besser macht, sondern wir müssen eine Bürgergesellschaft wieder haben, diese Idee der Teilen statt. Ich habe das Klaus Wowereit vor dem letzten Wahlkampf mal so auf den Weg mitgegeben. Dann hat er nur als Spruch gesagt, naja, aber Macht teilen will er nicht. Das war so ein bisschen flapsiger Wowereit-Satz, aber er hat mir gar nicht zugehört, weil ich glaube, das könnte auch ein Slogan sein, mit dem Berlin letztlich auch nicht nach außen wirbt, the place to be, sondern innen seine Bürger mobilisiert, sich mehr als Teil zu verstehen, weil Räume zu teilen, Zeit zu teilen, Wissen zu teilen, würde zu einer sozialeren Stadt, zu einer gerechteren Stadt führen. Nee, warte mal, wir machen einfach hier rum, Frau Heimeyer. Ja, ich habe noch 2 Anmerkungen. Ich glaube, zum einen ist der Widerstand aus der Branche oder vor allem aus der Hotellerie natürlich auch jetzt vor dem Hintergrund des neuen Urteils unter anderem auch deshalb die Situation, man muss es sich bildlich vorstellen, wie diese Abgrenzung Geschäftsreisende und Privatreisende, wie wirklich will man das erfahren? Da sind ja auch Geschäftsgeheimnisse dahinter. Also wer will wirklich immer jedes Mal seinen Kontakt offenlegen? Mit wem treffe ich mich? Gerade die Selbstständigen müssen da eventuell dann sich selbst erklären. Ist das wirklich nachprüfbar? Einfach mal in den Raum gestellt. Ich glaube, das ist eine große Unsicherheit für die Hotels, wie so etwas wirklich tatsächlich geregelt werden kann, ohne dass man den Kunden auch auf die Füße tritt. Ja? Also wenn man in Begleitung reist zum Beispiel, wie handelt man das? Also, nur mal so eine Frage. Der eine ist geschäftlich, der andere privat. Richtig, ne? Genau. Also das sind ganz konkrete Fragen. Und das andere ist natürlich auch, der Widerstand ergibt sich natürlich auch daraus, dass es eine große Unsicherheit
Unsicherheit darüber besteht, inwiefern das Geld wirklich zurückfließt, weil es ist nun mal ein Geld, was erstmal in den Haushalt fließt. Und Herr Gonja hat es gesagt, es gibt ganz viele Lücken in Berlin, das wissen wir alle. Und es ist jetzt schon auch September und bisher weiß ich noch nichts von einer offenen Diskussion über die Verteilung. Also gibt es da was, da können Sie uns gerne aufklären. Also dieses Mal ist das erste Mal, dass sowas öffentlich diskutiert wird. Und ich glaube, wie viel Geld fließt wirklich dann am Ende zurück? Also das ist halt auch die große Frage, oder? Also das ist in Köln hat man es ja auch gesehen. Also man muss da erstmal vorstrecken, weil man hat es noch gar nicht in der Hand. Es stand da ja auch drin, unverbindlich, ohne Verpflichtung zur Abgabe. Und es ist jedes Mal wieder neu die Diskussion. Also das ist natürlich klar. Es ist jedes Mal neu eine Diskussion. Also da werden natürlich ganz viele in Parteien, Interessenparteien natürlich auch hochkommen, das ist ja klar. Also wie richtig es ist, dass Sie das hier fordern, ich glaube, da ist jeder, geht da d'accord, jeder wird am liebsten alles allen geben, aber irgendwann muss man dann natürlich mal einen Strich ziehen und eine Rechnung aufmachen und das ist halt dann nochmal die Frage. Das würde mich mal interessieren, inwiefern diese Diskussion jetzt schon geführt wird oder wann sie dann geführt werden soll, weil das ist ja nicht mehr weit weg. Also selber kurz darauf antworten und dann Herrn Verreiken das Wort geben. Also Transparenz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Sache. Und mir geht es so, der ich das eher als Beobachter beobachte, dass hier auch eine Chance für Transparenz ist. Also weil wir hier doch eine sehr sichtbare Form von Einnahmen haben, über die sehr debattiert werden kann. Und da ist wirklich auch die große Chance da, neue Möglichkeiten von Transparenz zu entwickeln, also zu zeigen, wo geht das Geld hin. Das kann man im Grunde genommen sogar zu einer nächsten Touristenattraktion machen, indem man nämlich einfach eine digitale Säule wohin stellt, wo immer der Stand der Citytex zu sehen ist, wo unten drin steht, wofür die verwandt wurde. Und dann kann sogar noch jeder, der will, seinen Anteil darauf geben. Und dann wird Visit Berlin noch eine schöne Story entwickeln, wie um den Fonte de Trevi in Rom. Also immer, wenn man eine Münze reinschmeißt, kommt man garantiert zurück. Also ich glaube, in puncto Transparenz und Vermarktung ist da ganz viel möglich. Der zweite Punkt, weil ich selber Selbstständiger bin, also dieses Dortmunder Modell, das hat ja schon ganz gut gezeigt, wie das gehen kann. Also man bestätigt sich das quasi selber, dass man Selbstständiger ist und die Kontrolle kommt letztlich durch die Steuer. Also hat man diese Reise, daneben, da ist eine Dienstreise abgerechnet, ja oder nein, sagt das Finanzamt, es war eine Dienstreise, ja oder nein. Also da hat man es, glaube ich, relativ einfach. Herr Verreiken. Also ich glaube, da sind sich alle drei von der Politik hier am Tisch ja auch einig. Wir haben es ja schon ein, zwei Mal auch gesagt. Ich glaube, da kann ich für Frau Bangert und Herrn Gorni auch sprechen, dass wir erstmal wirklich gucken müssen, wie viel Geld kriegen wir eigentlich und dann eben tatsächlich schauen, was machen wir mit dem Geld. Der Diskussionsprozess ist eröffnet auf jeden Fall. Jetzt ist klar, eben seit einer Woche spätestens, wir können es hinkriegen. Die Frage, die jetzt völlig zurechtgestellt worden ist, Mietwohnungen ja oder nein, ist natürlich auch ein Teil des Diskussionsprozesses und muss beantwortet werden. Und wenn es nach mir geht, auf jeden Fall mit reinnehmen. Die Frage ist, wie kriegt man es rechtssicher so hin, dass das eben auch mit reinkommen kann? Und ich glaube, dass wir dann tatsächlich eben, wenn wir wissen, was wir haben, können wir es auch verteilen. Berlin hat, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil das jahrelang oder jahrzehntelang andersrum gelaufen ist und gerade in den 90er Jahren erstmal verteilt worden ist und dann geguckt worden ist, was passiert denn mit uns? Ich erinnere gerne noch daran, dass auch meine Partei war ja nicht ganz unschuldig dabei, in den 90er Jahren alle davon ausgegangen sind, Berlin kriegt 5 Millionen Einwohner, wenn die Regierung erstmal da ist. Das war das Mantra. Also jeder, egal ob Politik, ob von den Banken her, 5 Millionen Einwohner, ganz klare Sache, Lobbyisten und so weiter und so fort. Am Ende hieß es April, es bleibt bei 3 Millionen, beziehungsweise teilweise ging es nach runter. Also insofern hoffe ich, dass wir da ein bisschen aus dem Schaden klug geworden sind, der uns das Dilemma der Finanzsituation im Augenblick ja schlichtweg auch eingebracht hat, den Größenwahn der 90er Jahre. Insofern wirklich erstmal zu gucken, was haben wir eigentlich Cash, um dann zu gucken, was machen wir damit. Und den Prozess und die Diskussion bin ich gern bereit zu führen. Und ich möchte an der Stelle aber auch noch mal eine Lanze für den Hauptausschuss brechen, dessen Vorsitzender ich ja bin. Alle Veranstaltungen, alle Sitzungen sind öffentlich. Das heißt, Sie können jederzeit auch dazu kommen, wenn das Thema aufgerufen wird. Ich weiß nicht, ob es hier auch einen E-Mail-Verteiler gibt,
wo man das auch mal durchgeben kann. Sie sind herzlich eingeladen, kommen Sie vorbei. Wenn die Plätze komplett belegt sein sollten, gibt es sogar bei uns einen Live-Ticker, wo eben alle paar Sekunden aufgerufen wird, wo wir gerade sind und was das Ergebnis gewesen ist. Also ich glaube, im Stichwort Transparenz sind wir da auf jeden Fall auch als Ausschuss als solcher, egal welche Fraktion, welche Partei, wirklich jederzeit bereit, irgendwie auch Gespräche zu führen und sich auch mit in unseren Ausschuss mit reinzunehmen, um eben tatsächlich an der Diskussion auch teilhaben zu können, damit Sie mitbekommen, was da diskutiert wird von den Politikern. Frau Aue, Frau Bangert und dann wieder unten. Ich wollte mal auf Frau Heimeyers Frage eingehen und auf Ihre Antwort mit dem Dortmunder Modell. Ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden hatte, Herr Fröhlich, dass Sie sagten, diese Selbsterklärung ist und die Weiterleitung an das Finanzamt ist rechtlich im Moment ist abgesichert oder ist nicht abgesichert. Das habe ich vielleicht falsch verstanden. Das Modell aus Dortmund ist ein Versuch, wie ich bin, der ja. Die jetzige Situation umzusetzen. Ja. Inwiefern da Datenschutzbestimmungen entgegenkriegen, wage ich nicht zu fragen. Aber ich sehe einfach auch in diesem Dortmund-Modell natürlich und auch von den Fragen, die jetzt hier noch dargegeben sind, dass alles natürlich im Grunde genommen darauf hinausläuft, dass diese Aufteilung weg muss. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Was ich sehr wichtig, doch, Sie nehmen das nicht übel, als Anwalt einfach als neues Argument dafür fand, diese Aufteilung wegzukriegen, ist, dass Sie zu Recht davon sprechen, dass es Hotels gibt, die mehr Geschäftsreisen haben und Hotels gibt, die mehr Touristen haben. Das heißt, dieses vom Bundesverwaltungsgericht entworfene Modell, das ist ja nicht, aber in der Fiktion, führt einfach dazu, dass wir auf einmal Verwerfungen haben, die wir jetzt noch gar nicht haben können. Das heißt, wenn die Ruga argumentiert für ein Modell, was für einige von seinen Mitgliedern nicht das Ende sein kann, das spricht für mich ganz klar dafür. Ein anderer Punkt, den ich einfach nochmal den Politikern geben möchte, ist ganz klar, Sie haben jetzt die Möglichkeit einer Gestaltung. Wir alle wissen, wenn Sie einmal ein Gesetz machen, dann bleibt das lange Zeit so. Das heißt, diesen Mut jetzt mal zu haben, okay, wir nehmen mal dieses Dortmunder Modell und dann kämpfen wir auch und zur Not. Frau Banger hat es ja gesagt, natürlich sprechen wir hier über kleine Summen. Das ist nicht nachvollziehbar, das wird überall unklar. Das sehe ich an. Aber haben Sie den Mut, eine Konstellation zu haben und Regeln zu haben, die einfach auch in die Zukunft weisen. Das geht eben nicht nur um 20, 30 oder 40 Millionen Euro im Jahr, sondern es geht eben dann potenziert auf 10 oder 5 Jahre um ganz andere Summen. Und es ist wirklich eine Investition in die Zukunft. Wenn wir die Zahlen sehen, die von dem Hoga selber herausgegeben werden, der Tourismusbereich ist natürlich nicht nur hier. Unser Bereich, der Tourismusbereich ist eine Branche in Berlin. Die größte Wachstumsbranche. Groß im Vergleich zum Bau und Industrie. Auch wenn die Kreativen, wir hoffen, dass sie böse sind, sehen sie es einfach als eine Wachstumsbranche. Es ist eine Branchenpolitik, es ist ein Stück weit, wo sie so wollen, Industriepolitik. Wenn das aus dem Auge verliert, das geht uns sonst auch nicht vorgegeben, dann verlieren wir einfach Kreativität, dann verlieren wir ein wichtiges Wirtschaftspotenzial. Das sagt Frau Banner auf den Grünen. Nee, also ich denke, es ist ja vielleicht auch ein Modell denkbar, dass gesagt wird, es wird grundsätzlich auf jede Übernachtung erhoben und Geschäftsreisende können sich das zurückholen. Also um auch damit zu arbeiten, dass sich dann die meisten wahrscheinlich nicht wegen 2 Euro dann eine Rückerstattung machen. Also es wird andersrum wird ja ganz oft so, werden solche Modelle gefahren. Bildungs- und Teilhabepaket, Leistungen müssen einzeln beantragt werden. Da spekuliert der Staat auch mit, dass es nicht alle beantragen und dass deshalb Einsparungen generiert werden. Und da denke ich, andersrum gedacht, kann man das genauso bei der Citytax machen, dass man sagt, grundsätzlich auf alle wird es erhoben und wer es zurückhaben will, wer eine Geschäftsreise, also wer die 2 Euro dann unbedingt braucht oder die steuerlich geltend machen will, der muss die sich einfach, muss im Internet, kann man ja irgendwie online einen Erstattungsantrag oder wie auch immer stellen und kann es so regeln. Also so würde ich, glaube ich, irgendwie regeln, weil wir dann auch mehr Einnahmen haben. Tom? So. Ja. Ich würde gerne noch mal was ganz Grundsätzliches sagen. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich noch mal zu Wort kommen kann, denn ich bin ein bisschen wütend geworden. Was ist das für eine Veranstaltung? Citytax for the Arts. Also was ist die Chance oder die Gelegenheit von heute Abend? Ich meine, das, was Sie teilweise erzählt haben, war informativ, aber das ist natürlich auch viel, was wir alle selber schon wissen. Wir wissen, dass es viele Leute in der Stadt gibt, viele Interessengruppen, die dieses Geld brauchen. Wir wollen uns da auch nicht gegenstellen. Aber was ist denn die Chance von diesem Abend heute Abend, sich zu positionieren? Und ich höre ständig nur, ja, ich kann hier nichts sagen, ich muss erst noch mit dem sprechen und Sie wissen,
der kann das auch noch anders umlegen. Ich meine, das ist doch die Chance von Politik, eine Entscheidung zu treffen. Wir wissen, dass das schwierig ist, eine Entscheidung zu treffen und dass das unangenehm ist und dass andere vielleicht darunter leiden. Aber ich denke, das ist das, was wir vielleicht auch hier heute Abend uns ein bisschen gewünscht haben als Künstler, dass es eine klare Positionierung gibt. Und auch bei der Frage zuletzt von Herrn Mustroff zu der Frage, wie viel denken Sie denn soll für die Kultur oder auch für die freie Szene bereitgestellt werden? Warum kann man da keine konkrete Prozentzahl nennen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, weil das ist eine Positionierung. Die Frage geht zurück. Erst Herr Verweiten, dann. Ich verstehe das auf jeden Fall, dass Sie da genervt sind und der Auffassung sind, das muss irgendwie jetzt relativ klar sein, dass das jetzt alles im Bereich Kultur und freie Szene am besten auch landen sollte. Aber es ist ja mehrfach schon gesagt worden, es gibt halt eben wirklich ganz, ganz viele verschiedene Interessen, die da reinkommen. Und glauben Sie es mir, das, was ich vorhin gesagt habe, ist, ich persönlich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Kollegen ist, ich bin ja heute Abend eigentlich zu Ihnen gekommen, um Sie sozusagen zu nutzen, als Think Tank, Heinrich-Böll-Stiftung, Sophienseele, wie auch immer, damit Sie mir sozusagen Input geben können, was ich am besten tun soll, wo ich mich am besten vielleicht einbringen soll. Ja, genau, das ist insofern genau, sage ich jetzt mal, genau der richtige Punkt, zu gucken, dass man bestimmte Dinge einfach auch lernt und mitnimmt letztendlich. Deswegen bin ich ja schlichtweg hier. Es wäre ja auch blöd, wenn ich jetzt einfach sagen würde, so und so sieht es aus und Pustekuchen oder 43,3% und Sie sagen, 70 wäre besser. Da hätten wir, glaube ich, auch nicht viel Freude von. Herr Goyni? Also, Ich gehöre irgendwie blöderweise nicht zu den Politikern, die bei jeder Veranstaltung, wo eingeladen ist, den Leuten das erzählt, was sie hören wollen. Also ich habe versucht deutlich zu machen, dass es verschiedene Interessen gibt. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass wir politisch verabredet den Kulturetat, und zwar jetzt ohne Citytax, überproportional, was die Ausgaben anbetrifft, erhöht haben. Und dass wir da eine Reihe von Schwerpunkten gesetzt haben. Dass wir auch versucht haben, für die freie Szene immerhin 460.000 Euro jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr im Doppelhaushalt mehr auszugeben. Also Sie können daraus ja ableiten, dass wir das schon wichtig finden. Aber Ihnen jetzt zu erzählen, was Sie hören wollen, damit ich hier Beifall kriege, wenn es am Ende nicht stimmt und bei der nächsten Veranstaltung bei den Sozialverbänden oder bei den Sportvereinen oder bei der IHK oder so, denen wieder zu erzählen, was Sie hören wollen, das ist nicht mein Politikstil. Da müssen Sie eben damit leben, dass wir diese Schwierigkeit, in der wir auch stecken, und wir haben auch Kollegen, die in Fachausschüssen sitzen, die für uns auch wesentlich tiefer in den Fachdiskussionen stehen, dass die auch mitreden wollen, dass die auch ihre Vorstellung haben, die ich als jemand, der nur den Haushalt betreut, eben halt auch nicht übergehen kann. Das ist in der Demokratie, in der Politik so. Es ist leider immer schwieriger, als man sich das so wünscht und vorstellt. Das geht uns genauso und wir kämpfen auch mit diesen Widrigkeiten. Aber man muss doch auch sehen, Herr Goyni, dass, also die große, weil Sie immer wieder auf die Erhöhung Kulturhaushalt, also der Großteil der Erhöhung waren Tariferhöhungen der etablierten Häuser, das muss man doch auch mal sehen. Ja. Und das bei der, von der Bezahlung ist, von Künstlern, natürlich gehört völlig, das ja, aber festangestellte völlig, Künstler. Aber irgendwie festangestellte so, aber Künstler. Wenn Sie letztendlich was an die, also prozentual an die freie Szene gegangen ist, das war irgendwie so, also. Ja. Mir fällt kein richtiges Wort ein, ohne ausfällig zu werden. Also ich fand es irgendwie wirklich so ein Almosen auch. So nach dem Motto, ja und ihr Schweigegeld. Seid mal ruhig, ihr kriegt auch ein bisschen was. Also das war überhaupt nicht adäquat, zumal auch die Bedarfe ganz klar und deutlich gemacht wurden. Also das war ja absolut sauber recherchiert auch, wie, zu welchen Konditionen die Leute hier in der Stadt arbeiten. Und deshalb hätte ich mir schon auch gewünscht, dass im Haushalt einfach da mehr für die freie Szene rübergekommen ist. Und nochmal, wie gesagt, also 74% kommen wegen Kunst und Kultur. Und deshalb denke ich, das ist auch so eine Marge, die mindestens irgend in den Bereich gehen muss. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Großteil muss wirklich in den chronisch unterfinanzierten Bereich fließen. Und das ist die freie Szene, definitiv, die nicht adäquat, also die wirklich eine Attraktion für Berlin ausmacht und die nicht adäquat finanziert ist. Wir werden es natürlich, eine adäquate Finanzierung werden wir auch durch die Citytax nicht hinkriegen. Also nicht, dass da falsche Eindrücke entstehen. Aber man kann zumindest mal irgendwie so gucken, dass man in Ansatzweisen einen Mindestlohn etabliert in dieser Szene. Ich denke, das bekommen wir locker hin mit der Citytax. Kann ich das sagen? Ja, klar. Also ich hab mich vorhin, ich habe mich. Sorry. Ja. Ja. Sind 7,50 Euro. Wer sind wir denn? 8,50 Euro. 8,50 Euro. Wer sind wir denn? Nee, aber Sie müssen ja auch. Ist völlig klar. Also es tut mir leid irgendwie so, aber
ist Politik. Honoraruntergrenze. Ist einfach, ist ein besserer Begriff. Genau, Honoraruntergrenzen. Also es gibt ja auch, Sie haben ja auch von der freien Szene eine ganz klare Berechnung aufgelegt, irgendwie so wie im Grunde genommen eine existenzsichernde Vergütung muss einfach drin sein. Also nur zur Organisation Jochen, dann waren noch zwei Wortmeldungen hier und dann machen wir noch eine Schlussrunde. Kurz. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass ich gerne mit Worten spiele und deswegen möchte ich gerne noch ein neues hinzufügen. Da wir hier über eine Steuer sprechen, sollten wir die Steuer zur Steuerung benutzen, nämlich gegenzusteuern, einer Entwicklung, die niemand wirft irgendjemand vor, dass hier jemand aus bösem Willen etwas in die falsche Richtung gelenkt hat. Aber die Sache ist aus dem Ruder gelaufen und sie soll wieder korrigiert werden. Das heißt, eine Steuer zur Steuerung als Steuerungsinstrument. Das, was ich damit sagen will, um konkret zu werden, ist, ich gehe mit Sabine Bangert, 74 oder um es besser zu machen, 3/4 gehen in die Kultur und davon 95% in die freien Strukturen, weil dann ist es ein Gegensteuern der Verhältnisse. Wenn dann 5% der 75% in Institutionen gehen, haben wir da überhaupt kein Problem, aber dann steuern wir wirklich aktiv gegen und dafür wären wir auch bereit, sehr stark zu werben als Lobbyisten und wir versuchen sicherlich auch einige der großen Institutionen für diese Idee zu begeistern, weil nämlich zum Beispiel die Deutsche Oper, jetzt eine Künstlerin, die hier im Haus angefangen hat, Nicola Hümbel, wird die alternative Spielstätte der Deutschen Oper eröffnen. Das heißt, genau das, was Tom Musdorf gesagt hat, hier wird eine Forschungs- und Entwicklungsleistung erbracht, von denen genau die großen Häuser profitieren und auch Dietmar Schwarz wird sich öffentlich einsetzen für die Citytax, hat er mir versprochen. Ich hoffe, dass er dann auch diese Idee mitträgt mit der Verteilung, mit dem Verteilungsschlüssel. Es wird auf jeden Fall auch in gewisser Weise Aktionen geben, dieser Szene, der Koalition der freien Szene, die bisher sehr produktiv mitgewirkt hat und dafür weiter werben wird, um das in die richtige Richtung zu lenken. Weil wenn die Lichter in diesem Bereich ausgehen, ist der Schaden, glaube ich, noch größer. Und trotzdem vertrauen wir auch den politischen Parteien, dass sie all diese kreativen Vorschläge aufnehmen, das Beste daraus machen. Und danke für das Angebot, daran teilhaben zu können, ne, durch die Transparenz und so. Aber wir werden das wird sicherlich nicht, ich glaube, ich habe dazu genug gesagt. Ich wollte nur noch eine Sache noch ergänzen, nämlich, wir sind doch alle überrumpelt von der Entwicklung. Wenn ich mit Burkhard Kieger von Visit Berlin spreche, ist er selber überrascht. Die Zahlen, seine Prognosen werden stetig übertroffen von seinen Erwartungen. Das heißt, hier findet etwas statt, also eine Steilkurve nach oben. Wir heben gerade wirklich in gewisser Weise ab mit dieser Stadt. Und das muss irgendwie auch mal deutlich werden, dass hier wirklich deutliche Mehreinnahmen realisiert werden. Und es ist einfach nicht legitim, einfach nur zu sagen, das gibt diesen Automatismus, das wird einfach so bleiben, es wird noch besser werden. Das ist ein Irrglauben. Nach wie vor bin ich der festen Überzeugung, dass diese Entwicklung, diese rasante Entwicklung im Tourismusbereich ihre guten Gründe hat. Und deswegen sind wir hier alle so engagiert, weil wir sind ein großer Teil dieser Gründe und wir haben wirklich berechtigte Sorge, dass die Gründe irgendwann wegfallen und dann fällt auch diese, dann kann so eine Kurve, haben wir auch im Finanz hier Entwicklung gesehen, die kann auch mal ganz schnell, das kann sich mal ganz schnell auch herausstellen, dass das wie so eine Blase, die dann platzt. Und dann ist es wie bei der Internetblase, dass auf einmal sich alle wundern, warum die Zahlen massiv zurückgehen. Und davor warnen wir. Ja, ich bin Tanzkünstler, lebe seit 1996 in Berlin und möchte vielleicht zwei Aspekte zu beitragen. Mein Kollege neben mir meinte, es gibt sehr viele alteingesessene Künstler hier, die wirklich, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass es dieser Stadt besser geht. Und ich finde, das muss man honorieren. Der zweite Punkt ist, ich war Dozentenvertreter der Volkshochschule Berlin. Also ich bin damit bestens betraut, wie es um die kommunalen Einrichtungen Volkshochschule, Musikhochschulen besteht. Drastisch gesagt, sie pfeifen aus dem vorletzten Loch manchmal. Und ich finde, es ist da eine unheimliche Frage der Gerechtigkeit heutzutage, wo ich jetzt sage, ich habe die Nase voll von Diskussionen, Vertröstungen, inkompetenten Politikern. Entschuldigen Sie, wenn ich das mal so sage. Es muss mal raus aus mir. Ich habe keine Geduld mehr dafür. Wir haben alle genug Intellekt und es ist eine Frage der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit in dieser Stadt.
Und ich glaube, da haben alle freischaffenden Künstler recht. Die Zahlen sprechen einfach für sich und es muss sich einfach aus diesem Aspekt wirklich was ändern und da brauchen wir alle Geld dafür. Ja, das wollte ich sagen. Ja, gut. Ja, ich fand das sehr schön, dass Sie gesagt haben, dass Sie auch was mitnehmen wollen aus dem heutigen Abend von sozusagen unserer Stimme. Und ich würde einfach nochmal aus meiner persönlichen Erfahrung Jochen unterstützen wollen. Ich wohne seit 1987 in Berlin, bin freischaffende Theaterkünstlerin und ich sehe wirklich massiv, dass Leute, die jahrelang hier in Berlin sozusagen am Existenzminimum existieren konnten, weil es hier billig war, weil man irgendwie sich mit Selbstausbeutung hier noch über Wasser halten konnte und dadurch diese wirklich starke innovative Kraft in Berlin entstanden ist, dass das wirklich anfängt wegzubrechen. Also wie du auch gesagt hast, man kann auch gehen und es gibt massiv Leute, die das nicht mehr schaffen, die auch keine Lust haben, die älter werden, die einfach sagen, jetzt reicht's mir, jetzt will ich auch irgendwo mal einen Job und Anerkennung für meine Arbeit. Und ich glaube, das ist wirklich ein historischer Moment eigentlich, wo wir 20 Jahre nach Mauerfall an eine Grenze kommen, wo was entstanden ist in Berlin, was sehr wertvoll ist, wie Jochen das vorhin dargestellt hat und wo man wirklich aufpassen muss, es kann auch innerhalb von 2-3 Jahren zu Ende sein. Die Mieten steigen unglaublich, Freunde von mir finden keine Wohnung mehr, ziehen an die Peripherie, die Inspiration ist weg. Und das sind wirklich Sachen, wo sehr viele Leute ganz knapp vor Abflug sind hier auch. Also nicht Abflug nach oben, sondern weg aus Berlin. Ne? Und ich glaube, das muss die Politik wirklich mal sehen. Das sind existenzielle Bedrohungen für viele Künstler in Berlin. Mhm. Ja, wenn ich ganz kurz auch nochmal was dazu sagen darf. Ich glaube auf jeden Fall, dass da ganz, ganz viel ineinander übergeht auch. Also auch Jochen Sandig brachte das zwischendurch kurz rein. Liegenschaftspolitik als Thema. Die Frage, was wir mit Grundstücken in Berlin machen, ob wir es tatsächlich so wie in den letzten Jahren der Fall war, einfach jetzt, ich sage jetzt mal, nur dem Profitinteresse unterwerfen oder ob man auch sagt, dass bestimmte Dinge eben auch künstlerisch kreativ genutzt werden können, ist, glaube ich, da ein ganz entscheidender Punkt, genauso wie auch die Mietenfrage, die Sie angesprochen haben. Trotzdem, auch wenn ich Ihre Frustration verstehe, absolut verstehen kann, auch wie gesagt, ich habe wirklich auch Kumpels, die seit 15 Jahren da irgendwie in einer ähnlichen Situation sind und nach einem Engagement von 3 Monaten dann eben wirklich, weil sie nicht das Jahr voll haben, erstmal Hartz IV auch haben. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, die Situation zumindest, oder von Freunden und Bekannten, dass das eben ähnlich ist. Gut, aber das ist halt tatsächlich ein Riesenproblem, glaube ich. Und ich, auch wenn es jetzt erschütternd klingt, ich bin jetzt neu dabei, ich habe den Eindruck zumindest, dass wir Politiker, wenn ich jetzt für uns jetzt irgendwie sprechen darf, insgesamt, gibt sicherlich welche, die ja schon ein bisschen früher kapiert haben, was es geht, aber insgesamt, glaube ich, erst am Anfang dieses Erkenntnisprozesses sind. Das mag sie jetzt wirklich wütend machen. Aber deswegen bin ich ja auch hier. Ich sage es Ihnen ganz deutlich, den Eindruck habe ich, das betrifft nicht nur mich, sondern viele andere auch, dass das tatsächlich jetzt erst langsam anfängt anzukommen. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch dabei so genervt, frustriert, wütend. Und die Zahlen eben, ich sagte es ja anfangs auch, das war ja nicht gelogen, 95% war mir bis Anfang des Jahres, als ich mit Herrn Mustorf gesprochen habe, persönlich entschuldige an der Stelle, ich bin kein Kulturpolitiker, aber das war mir nicht bekannt. Also ich lerne einfach dazu im Augenblick und versuche so schnell wie möglich die Dinge eben hier auch mitzunehmen, die ich hier mitbekomme. Aber da wird sicherlich noch ganze Menge Zeit eben auch in Anspruch genommen werden müssen, damit das eben nicht nur bei uns, die jetzt heute Abend hier sind, sondern auch bei den anderen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich eben auch so ankommt, dass da was draus wird, so wie Sie sich das vorstellen. Was ich vorhin gesagt habe, das Verrückte ist tatsächlich, es ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Die freien Künstler sind die Regel. Die anderen sind sozusagen, und das sage ich jetzt überhaupt nicht negativ, es sind Staatskünstler. 5%, also das sind die Orchester, die Chöre, die Opern, die Theaterleute, die an festen Bühnen arbeiten. Das ist absolut die Ausnahme. Und ich gönne es denen. Die machen auch eine gute Arbeit in der Regel. Aber
die anderen haben eben viel zu lange, vielleicht muss ich auch selbstkritisch sagen, geschwiegen oder nicht laut genug, und vielleicht müssen wir uns tatsächlich nochmal andere Maßnahmen überlegen, jenseits von Koalition der Freien Szene und Unterschriftenaktion etc. Ich denke, es gibt viele Ideen, auch mal zu sagen, wenn man da nicht weiterkommt mit, also streiken können wir nicht, aber wir können natürlich tatsächlich mal flächendeckend in Berlin die Lichter ausmachen, und es wird natürlich pressemäßig auch nochmal zum Erschrecken, zum Aufwachen führen. In Hamburg gab es dieses Not in Our Names, wo die bildenden Künstler gesagt haben, und dann sind Leute nach Berlin gezogen und gesagt, ihr könnt uns nicht benutzen für Stadtmarketing, sind weggegangen, sind jetzt in Berlin. Eine Not in Our Names Kampagne wäre auch hier möglich. Bisher gehen wir ja nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation. Deswegen heißt es auch Koalition der Freien Szene. Das ist eine Handreichung gegenüber der jetzigen Regierungskoalition. Es steht in der Koalitionsvereinbarung auch drin, dass die Bereich der Freien Szene gestärkt werden soll. Und wir fühlen uns einfach schlicht nicht ernst genommen, weil Papier ist geduldig und wir sind nicht mehr so lange geduldig. Das ist einfach der Punkt, warum diese Aufregung so da ist. Ne? Verstehe ich. Ist vielleicht auch falsch. Der ist falsch. Ist keine Off-Kultur, genau. Das sind die freischaffend beschäftigten Künstler. Kann man nicht verlangen, weil sie haben vielleicht ein paar Stunden in der Woche überwinden sich der Kultur. Das meine ich ernst. Aber der Begriff Freiszene führt in die falsche Richtung. Wir sind die, die hier sitzen, voll professionelle Künstler und Musiker. Und wir sind Multiplikatoren. Wir haben mehrfach Ausbildung. Wir sind international tätig, nicht nur hier. Und wir arbeiten für das Goethe-Institut, für das IFA im Ausland, und wir bringen viele Künstler und Theoretiker hierher. Über uns erscheinen Artikel weltweit, dies wiederum führt dazu, dass Leute hier, dass die Leute herkommen, um sich Kunstmessen anzuschauen. Und wir sind als Künstler selbstverständlich dafür, dass die Opern gut finanziert werden, dass die Museen hervorragend ausgestattet sind, restauriert und renoviert werden, und die Kirchen und Plätze, die Parks, das ist doch keine Frage. Wir haben auch ein Verständnis dafür, dass die Hotel- und das Gaststättengewerbe in einem großen, wie Sie das sagten, der Konkurrenz ist sehr groß. Das ist ein komplexes Zusammenspiel, was sich politisch nicht einfach zu lösen ist. Das ist richtig. Aber wir müssen als Kulturschaffende doch deutlich machen, es geht so nicht mehr weiter. Ich habe 15 Jahre lang ohne Honorar gearbeitet und musste mir vom Senat Berlin immer wieder sagen lassen, Sie bekommen hier kein Honorar, seien Sie froh, dass Sie hier an der Ausstellung teilnehmen können. Sie kriegen vielleicht noch das Material, vielleicht noch per Diem bezahlt, Hotelübernachtung und Tagegeld, aber kein Honorar. Und das hat jahrelang Senat, Goethe-Institut und IFA nicht bezahlt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Ja? Und wir wollen alle nicht in die Hartz-IV-Kiste rutschen. Wir wollen alle nicht hinter der in irgendeiner Weise Schlange stehen müssen, um unsere bis zu 850 Euro abzuholen. Aber es bleibt uns mit einer 3-4-Ausbildung keine andere Wahl. Das ist entwürdigend. Haben Sie eine andere Idee, wie man diesen Bereich nennen könnte? Haben Sie einen anderen Begriff? Freischaffende. Freischaffende Kunstszene, oder? Schauen Sie sich Naturwissenschaftler an. Da kennen Sie nicht auf die Idee, das freie Szene zu nennen. Physiker, Chemiker und Biologen tätig sind in der Wirtschaft. Allerdings werden wir auch nicht mit 100 Euro abgespeist, wenn Sie IKF? Es geht. Das muss man jetzt auch nicht über den Kamm scheren, aber es ist wichtig, sich das erstmal auch historisch klar zu machen. Der Begriff ist alternativ.
Und ich möchte das, ich möchte Kunstschaffende, die in diesen Bereichen tätig sind, auch sich bewusst alternative Künstler nennen, die haben genauso eine wichtige Daseinsberechtigung, bilden auch einen wichtigen, guten Teil des Humus, des kulturschaffenden Humus. Aber anscheinend kommt es in der Politik über Jahrzehnte nicht an. Und das ist auch so. Das muss ich ändern. Ja. Ich glaube, wir sind einen großen Parcours heute abgelaufen. Ich denke, also in meiner Wahrnehmung gab es drei Hauptthemen. Das eine ist, dass die freischaffenden Künstler dieser Stadt inzwischen zum Teil durch soziale Bedingungen, durch infrastrukturelle Bedingungen kurz vor dem Absprung stehen, also dem Absprung aus der Stadt weg. Eine zweite Botschaft, die wir aus dem Abend entnehmen können, ist, glaube ich, eine City Tax ist möglich und sinnvoll. Und die dritte Botschaft wäre, was Jochen den Meisterbürger genannt hat. Also Bürger dieser Stadt, die sich in dieser Stadt fit machen für diese Stadt und die gemeinsam etwas schaffen. Aus diesen drei Themenkomplexen würde ich nun die zwei Damen und drei Herren auf dem Podium bitten. Was haben Sie mitgenommen von hier? Und was werden Sie in Handeln übernehmen? Einen Satz vielleicht. Oder? Ja. Ich glaube, wir wollen auch. Kurz. Ja, ganz kurz. Ja. Wir fangen mal, Frau Back, wir machen einfach die Runde. Einen Satz jeder. Ja, die City Tax muss ab 01.01.2012 in Berlin, 2013 kommen und. Ich wiederhole es nochmal, ein Großteil muss wirklich der freien Szene zur Verfügung gestellt werden. Punkt. Jochen? Ladies first. Einmal rundherum. Wir machen die Runde. Was nehme ich mit? Ein positives Gefühl. Es gab auch tatsächlich eine Handreichung hier an der Stelle, muss ich sagen. Das habe ich so wahrgenommen. Und ganz viel Hoffnung nach wie vor. Wir sind hier in den Sophienseelen. Ich möchte mich auch an der Stelle bei den Sophienseelen bedanken, dass sie das heute räumlich möglich gemacht haben. Auch wieder so eine Leistung. Auch übrigens ein Ort, der keinen künstlerischen Etat hat. Wissen viele auch nicht, wissen sie vielleicht auch nicht. Also die Hoffnung, dass es besser wird. Und, aber auch, was ich auch mitnehme, meine Wut ist in einer großen, hat sich in einer großen Entschlussbereitschaft gewandelt heute nochmal, wirklich auch auf die Straße zu gehen. Für diese Ideen, diese Forderungen. Wenn nötig. Ich hoffe nicht, dass wir auf die Straße gehen müssen, aber wir werden es und wir werden viele sein. Sehr, sehr viele. Ich habe für mich zwei Sachen mitgenommen. Das eine ist, dass ich glaube, dass wir das Thema City Tax jetzt tatsächlich ganz offensiv angehen können und müssen. Und das zweite ist, dass mir einfach deutlich geworden ist, rein persönlich, wie dramatisch die Situation jetzt bei Ihnen, bei den freien Künstlerinnen und Künstlern ist. Und das nehme ich auf jeden Fall auch mit, auch für all die Dinge, die jetzt in der nächsten Zeit kommen, Herr Gorni, sicherlich auch, um in die Gespräche auch mit einzubringen. Insofern würde ich mich auch freuen, wenn es eine zweite Runde vielleicht Anfang nächsten Jahres nochmal gibt in Richtung Doppelhaushalt 2014 haben wir dann, 2015, wo die Frage sich spätestens ja auch nochmal stellt, freie Künstler, wie viel und wo. Entschuldigung. Ich fange mal nur mit einer Präzisierung an. Handreichung ja, aber nicht für eine City Tax. Mein Modell war ein anderes. Oder meine Idee oder das, worauf ich mich bezogen habe. Das will ich also einmal nur ganz klar sagen. Ich nehme nicht mit, dass City Tax so einfach möglich ist. Das hat sich für mich auch aus den ganzen Dingen, die hier besprochen worden sind, heute Abend nicht ergeben. Was ich unglaublich gut fand, war der offene Austausch einfach, auch dass man einen Einblick bekommt in ganz andere Bereiche. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn man jetzt nicht Künstler hätte, sondern wieder eine ganz andere Gruppierung in der Stadt, weil Sie es vorhin ansprachen, wie viele Töpfe gibt es noch zu stopfen? Was für Argumente würden da kommen? Wer würde da auch sagen, wir brauchen und wir sehen Handlungsbedarf der Politik? Das ist ein bisschen das, was ich mitgenommen habe, dass da also ganz viel wahrscheinlich noch ist, was wir alle gar nicht wissen und was sicherlich irgendwann auch mal ein Sprachrohr haben wird. Und dann haben wir Diskussionsrunden noch in ganz vielen Ebenen.
Also ich will jetzt nicht wiederholen, was ich schon gesagt habe, aber was mich auch nochmal bestärkt hat, darf ich an dieser Stelle durchaus sagen, weil ich mich da im Bereich der Kulturunterstützung auch schon seit ein paar Tagen tummle, ist das, was der Jochen Sandig gesagt hat und was auch von Ihnen ja aus dem Publikum gekommen ist. Im Grunde genommen müssen wir ja viel nachhaltiger anfangen, die Kreativen in dieser Stadt zu stärken. Das ist ja mit der CityTax gar nicht getan, denn absolut, sie können ja am Ende nicht alle Staatsangestellte werden, genau, weil sie dann so bezahlt werden, dass sie davon ordentlich leben können. Das wollen sie auch gar nicht. Und deswegen geht es ja nicht nur darum, staatliche Fördertöpfe zu sein, sondern insgesamt Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten für die Künstler und Kreativen in dieser Stadt zu verbessern. Und Sie haben ja verschiedene Aspekte angesprochen. Und da ist ja die staatliche Förderung direkt durch sagen wir mal, Honorare oder Ähnliches, was der Staat dann aufdringt, vergibt das eine. Aber es gibt ja auch Privatpersonen, es gibt die Möglichkeit, Kunst zu kaufen, es gibt die Kunst zu vermarkten. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich, ja, Berlin ist ein großer Markt auch für zeitgenössische Kunst, auch hier können wir natürlich Kunst investieren. Ja. Und letztlich glaube ich, das Problem werden wir nicht lösen. Da wird auch die CityTax am Ende nicht ausreichen, wenn wir sagen, wir erhöhen nur einfach den Topf, um staatlich sie zu fördern. Denn wenn Ihr Anspruch ist völlig richtig, wenn Sie sagen, Sie wollen von dem, was Sie an hervorragender Kunst in den unterschiedlichsten Bereichen noch machen, am Ende des Tages leben können, dann gehört ja auch zur Wahrheit dazu, das kann Ihnen nicht alles der Staat bezahlen. Aber wir müssen diese Grundlage für eine wirtschaftliche Existenz, die Sie verdienen und die Sie brauchen, verbreitern. Und deswegen muss die Diskussion ganz viel umfangreicher geführt werden, als über die Frage, wie hoch ist die CityTax und kriegen Sie die zu 95 oder zu 100%? Das wäre dann eine Veranstaltung zur Liegenschaftspolitik. Also das wäre dann der nächste Teil, den machen wir jetzt aber nicht. Ich bedanke mich bei den Damen und Herren auf dem Podium, dass sie gekommen sind, für ihre Beiträge. Ich bedanke mich bei euch und Ihnen ebenfalls für die Beiträge. Ich bedanke mich bei den Sophienseelen, dass sie den Raum zur Verfügung gestellt haben, bei der Böll-Stiftung, die es mitorganisiert hat. Schönen Abend, die Bar ist offen.